willkommen zur Folge Nummer 48 vom Bite Size Podcast. Mein Name ist Jens Reus und ich sitze hier wie immer mit Michi Jax. Hallo. Und Lars Weidemann. Moin. Das war, glaube ich, das depressivste Hallo, was ich jemals gehört habe. Hallo. Es tut mir leid. Ich versuch's ein bisschen abzulegen. Oh, scheiße, ey. Ja. Spricht sich fast schon die Frage, wie es so geht. Zumindest bei Michi. Doch, bei mir geht's eigentlich geht's mir gut. Eigentlich geht's mir gut. Es gibt einfach nur Dinge, die sind einfach, gerade wenn du so bei Verträgen und so ein Kram mit irgendwelchen Versicherungen irgendwas regeln musst. Ich glaube, jeder hat das schon mal so ein bisschen durchgemacht. Das kann, glaube ich, schnell richtig nervig sein. Das kratzt deine Nerven. Da kommt ja Freude auf. Oh, da kommt so der Hass auf, alter Schwede. Ich bin nur noch wütend und enttäuscht und traurig. Oh. Aber mal sehen. Irgendwie kriegt das schon irgendwie werden die Leute da schon irgendwann ihren Job machen und dann komme ich ans Ziel. Ich glaube, ja. Michi, genau die gleichen Gefühle werden später wieder aufkommen, wenn wir über Bethesda reden. Also. Ja, mal sehen. Ist auf jeden Fall auch so ein Thema. Ja, weiß ich nicht. Sollen wir einfach direkt mit den Spielen reinstarten? Können wir. Möchte anfangen? Ich fange sonst an. Ja, mach du. Und zwar, ich glaube, ich habe letzte Woche ja schon mal ein bisschen über Battalion geredet. Ich glaube, Battalion 1944 ist der volle Name von dem Spiel. Ja. So, ich sag mal, so angelehnt an die alten Call of Duty-Teile und halt Zweiter Weltkrieg. Es ist eigentlich alles echt, das Spiel ist wirklich super simpel gehalten. Also da gibt es nicht, klar, es gibt, sag mal, Lootboxen da drin, die du immer kriegst, wenn du ein Level abkriegst. Und es gibt auch so, sag mal, so eine Art Battle Pass-Geschichten, wenn du, keine Ahnung, 10 Spiele Team Deathmatch oder so gespielt hast, kriegst du noch mal irgendwas geschenkt oder so. Aber das war es auch quasi schon mit dem ganzen Schnickschnack drumherum. Sonst hast du wirklich im Endeffekt nur so einen Arcade-Modus. Das sind immer 6 gegen 6 Sachen wie sowas wie Capture the Flag, Team Deathmatch oder, wie heißt das, so Herrschaft, also hier so Domination. Mhm. Wo du dann halt die drei hier ABC hast und die musst du halten. Und dann gibt's so einen Server-Browser-Modus, wo du quasi, weißt du, da können Leute ihre Custom-Server machen. Und dann gibt es einen richtigen Competitive-Modus. Und da habe ich mich jetzt mal tatsächlich mal ein bisschen auch angewagt, den mal zu spielen. Und eine Sache, die von vornherein gleich super genial ist, ist, der Competitive-Modus läuft komplett über Faceit. Also, oh, ah, ja, okay. Faceit kennen wir ja auch. Wenn, für Leute, die nicht wissen, was Faceit ist, das ist glaube ich, ziemlich groß geworden durch Counter-Strike Global Offensive, dadurch, dass dort die Server, sag mal, nicht optimal sind im normalen Spiel, kannst du dich bei Faceit anmelden und die haben ein eigenes Ranking-System und da gibt es dann auch so Sachen wie Pick- und Bann-Phasen, wenn du bestimmt, wo man dann erst die ganzen Maps rausbannen muss und die Server sind deutlich besser und dieses ganze Prinzip ist bei Battalion einfach mit im Spiel integriert. Du meldest dich quasi an, wartest, bis du ein Spiel gefunden hast, dann ist zufällig jemand in jedem Team der Team-Captain, dann wird abwechselnd, werden Maps weggebannt, bis nur noch eine übrig bleibt, dann gibt's eine Messerrunde, wenn du quasi auf dem Dingens ist. Ja, die gehst du mal fest. Und auch, wenn die Messerrunde vorbei ist, muss der Team-Captain des Gewinnerteams entscheiden, auf welcher Seite man anfangen möchte und dann ist es im Prinzip das gleiche Spielprinzip wie in CSGO oder, ja. Also es ist wollte im Prinzip, ich noch fragen, also welcher Modus wird denn da gespielt? Also der Competitive-Modus ist komplett nur Bombe legen und entschärfen. Ah, okay, gut. Also klassisch Call of Duty auch eigentlich wieder so. Genau, ja, Search and Destroy. Search and Destroy. Und ich habe jetzt noch nicht super viele Runden gespielt, also ich bin auch noch nicht gerankt. Ich glaube, man braucht 10 Runden, um eingerankt zu werden. Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. 5 sind es vielleicht sogar nur 5. Auf jeden Fall ist das Prinzip da so. Es gibt sogar so eine Art Kaufen im System. Also jeder startet, sag ich mal, mit einer MP jede Runde automatisch. Mhm. Und man kriegt Tokens pro Runde und pro Kill und pro gewonnene Runde. Und wenn du dann Bomben entschärfst, so kriegst du einfach nur einen Token. Und für diese Tokens kannst du dir verschiedene Waffen kaufen dann quasi. Also die günstigen, im Spiel, ne? Also so im Spiel, genau. Also genauso wie in CS auch, so dass du quasi auch so eine Art Sparrunden und so hast. Nur die Sparrunden fallen da ein bisschen anders aus, dadurch, dass du halt schon, sag ich mal, eine Waffe, die immer noch okay ist, gleich von vornherein. Also du startest nicht nur einfach mit einer Pistole und bist quasi total im Arsch, sondern du hast immer noch eine Waffe, die gut genug ist. Aber dann zum Beispiel, du kriegst ein Sniper kostet, glaube ich, 8 Tokens oder so. Also der ist schon echt richtig, richtig teuer. Das muss quasi schon wohl überlegt sein, ob du den holst, weil so viele Tokens kriegst du in einer Runde einfach nicht zusammen. Also das musst du dir schon zusammensparen. Wie groß sind die Teams nochmal?
5 gegen 5 ist es, genauso wie in CS auch. Das heißt, selbst wenn du alle 5 Gegner killst und dann die Bombe auch noch irgendwie legst oder halt irgendwie entschärfst. Vielleicht könntest du es dann schaffen, dass du alle Tokens in einer Runde kriegst. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, es ist nicht möglich, sonst die einfach so zusammenzukriegen. Du kannst aber auch zum Beispiel Tokens spenden. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Sachen gekauft habe, Granaten und so kosten nämlich auch Tokens, dann kannst du Teammates Tokens spenden, sodass die sich auch noch Sachen kaufen können. Okay, das ist ja auch geiler als wieder bei CS, wo du dann den Scheiß kaufst und den anderen in die und den die anderen Hand droppen musst. Und tatsächlich, in den Runden, die ich jetzt gespielt habe, wurde das auch echt verdammt viel gemacht. Also so, dass wirklich Leute sich gegenseitig immer die Tokens gegeben haben, damit man sich hier nochmal eine Granate kaufen kann oder nochmal eine Smoke oder weißt du so. Das ist ziemlich gut gewesen. Und auch grundsätzlich die Kommunikation. Mhm. Es war bisher immer so, dass man hatte immer eine Person, die quasi nicht geredet hat, aber der Rest war eigentlich doch schon immer relativ kommunikativ. Und vor allem hatte ich auch, glaube ich, ein bisschen Glück bisher mit den Teams, dass ich immer mindestens eine Person im Team hatte, die, sag mal, auch schon ein bisschen höheres Level hatte und dann so ein bisschen, also ich habe dann immer, hey, das ist meine erste, zweite, dritte Runde, die ich hier Dingen spiele, ne, hier ein bisschen zumindest erklären, was ich machen soll. Und das hat auch eigentlich echt immer gut funktioniert, muss ich sagen. Ja, das ist halt so, die Community ist wahrscheinlich noch recht klein, so im Vergleich zu CS. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das Spiel hat jetzt noch mal so ein, seitdem es, das ist ja jetzt erst aus Early Access rausgekommen, und ich glaube, es hat noch mal echt einen großen Push gekriegt dadurch. Klar, ich das klar, Gefühl, aber also ich kann mir die Community einfach so ein bisschen fokussierter vorstellen, als es jetzt irgendwie bei CS oder so ist. Und in solchen Communities ist die Bereitschaft, neuen Leuten zu helfen, ja sowieso immer so ein bisschen größer noch. Bis denn das Spiel richtig groß wird und dann hast du dann noch die Idioten noch mit drin. Das stimmt wahrscheinlich, aber egal, du hast schon recht, ich glaube, das spielt da noch mal groß mit rein. Dass gerade die Leute, die jetzt schon viel Zeit investiert haben, wollen anderen Leuten quasi das näher bringen, warum das Spiel gut ist. Ja, genau. Genauso war das auch, als ich mal wieder Vermintide irgendwie dann mal wieder Kurs gespielt hatte. Da war auch direkt jemand am Start, der einfach sich nur darum gekümmert hat, praktisch, dass ich wieder reinkomme. So. Weil die Community einfach so klein geworden ist, dass sie sich und die Leute Interesse daran haben, ne, dass man. Genau. Ja, dass sich über jeden Freund, der irgendwie am Start ist, irgendwie bei der ganzen Geschichte. Wie ist das mit Faceit? Du hast ja in Faceit auch noch die Möglichkeit, Premium-Mitglied zu werden. Gerade bei Counter-Strike ist es ja so, dass du kannst ohne Premium. Bringt dir das da auch was oder haben sie Ja, ich glaube, wenn du Premium hast, ich habe das war irgendwas stand unter Eck, ich glaube, dann kannst du dich als Team-Captain quasi anmelden. Ah, dass du auf jeden Fall Team-Captain. Ich glaube, oder zumindest mit höherer Wahrscheinlichkeit. Ich meine, es war irgendwas war für Premium, weil du musst dich auch mit deinem Faceit-Account anmelden. Also das ist eine Voraussetzung gewesen, damit du das machen kannst. Und ich meine, es war so, dass du dann irgendwie eine entweder 100% oder auf jeden Fall höhere Wahrscheinlichkeit hast, wenn du dich dann anmeldest, Team-Captain zu sein. Aber ich bin mir gerade auch nicht 100%ig sicher. Da habe ich jetzt noch nicht genau so drauf geachtet. Ja. Wie ist das Gameplay an und für sich? Also ist es das Game, ist es also mehr Richtung CS oder? Mir macht es hammerdolle Spaß. Es ist, die Dynamik von einer Runde ist sehr ähnlich wie CS, würde ich jetzt so sagen. Also es ist, gerade wenn man so ein, zwei Leute im Team hat, die ein bisschen wissen, was sie machen, gibt immer noch viel so Sachen, wo Nades richtig geworfen werden, wenn man quasi einen Spot versucht zu holen. Aber der große Unterschied ist das allgemeine Tempo. Also ich sag mal, das ist ein Spiel, in dem es wird viel gesprungen. Es gibt richtig Strafe-Jumpen in dem Spiel auch. Es gibt so ein, sag mal, das ist eine Sache, die man nicht fühlt, wenn man das einfach nur am Anfang so ein bisschen spielt. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich am Anfang irgendwie deutlich ranziger jetzt war als die anderen, aber wenn man sich, ich habe dann auch so ein paar Videos und so mir angeguckt und es gibt schon so richtig, also du kannst schon relativ gut Strafe-Jumpen in dem Spiel und so auch schneller an bestimmten Stellen über die Map kommen, aber jetzt nicht zu einem Grad, wie es meinetwegen in CS oder so ist, sondern das sind so die letzten 5-10%, die das dann quasi nochmal oben raufkommen. Ja. Und grundsätzlich so die Runden, die Maps, die ich bisher gespielt habe, das waren leider zweimal die gleiche und dann einmal noch eine andere, waren auch alle relativ klein, sodass die allgemeine Dynamik von so einer Runde war deutlich schneller. Also so, sag mal, der Punkt, wo an dem quasi die erste Auseinandersetzung passieren kann, wenn Leute aufeinander zulaufen, ist extrem schnell. Also ich sag mal so 10 Sekunden innerhalb von 10 Sekunden von der Runde kann quasi jemand sterben. Und auch die Auseinandersetzungen sind alle relativ, das ist alles so ein bisschen knackiger, sag ich mal. Ja, CS ist ja wirklich ganz viel Up-Aim und Abwarten und derjenige sein, der ein bisschen cleverer agiert. So, ne? Das ist hier nicht unbedingt so. Es gibt zwar auch eine Menge so, sag mal, Einschuss-Killwaffen, also es gibt Shotguns und dann Sniper und auch solche, sag mal, wie heißt das, diese Karabinerwaffen, weißt du, wo du auch, die auch mit einem Schuss töten. Aber dadurch, dass das Spiel ein höheres Tempo hat, kann es auch echt gut mal sein, dass du quasi eine Ecke abaimst und da springen zwei Leute wirklich quasi im Vollsprint um die Ecke rum
Und selbst wenn du den einen vielleicht noch erwischt, wird der zweite dich killen. So nach, weißt du, so, das ist genauso gibt es einen Riesenunterschied. Das ist halt ein Spiel, was auch so vom Ding her ist, wie Call of Duty mit halt, du kannst über Kimmel und Korn zielen. Und wenn du zum Beispiel jetzt, sag mal, eine MP40 hast und du zielst über Kimmel und Korn, kannst du dich immer noch fast in vollem Tempo bewegen. Ja, wenn okay. Du aber einen Sniper hast, dann bist du fast statisch quasi. Also so, dadurch ist das auch noch mal ganz gut gebalanced. Mhm. Also ich kann, wie gesagt, bisher erst nur so, das sind immer noch meine ersten Eindrücke. Das scheint mir so ein Spiel zu sein, was sehr, sehr tiefgründig ist, wenn man da. Mhm. Das ist halt so wie CS, da kannst du nach ein paar hundert Stunden kannst du mal sagen, okay, ich habe angefangen CS zu spielen. Ja, naja, so würde ich das hier auch sagen. Es macht echt super Spaß, muss ich sagen. Also gerade dadurch, dass die Server halt auch echt richtig gut sind, du hast nie das Gefühl, es ist irgendein laggiger Blödsinn passiert. Auch in dem normalen Arcade-Modus war es nie ein Problem, irgendwie Lobbys, das war immer alles relativ voll. Also so. Ja. Wie teuer ist es? Ist es Vollpreis-Deal oder? Müsste ich jetzt, nein, 15 Euro oder so kostet das Spiel. Es ist relativ also günstig. Ich kann es genau, mal immer. Genau, im unteren Preis-Leistungs-Sphäre. Ja, und das, man merkt halt richtig dolle auch von den Sachen, die ich jetzt so gesehen habe, die Entwickler bisher geändert haben. Das Spiel ist wirklich auf diese Spielerschaft abgezielt. So, die wollen quasi wieder einen kompetitiven Shooter haben, der sich nicht so taktisch ist wie sowas wie CS oder Siege, aber auch nicht so arcadisch wie jetzt sowas wie Overwatch, sondern weißt du, so dieses. Ja, genau. So ein Mittelding irgendwie noch so. Genau, deswegen. Die Nische groß genug ist. Ja, 15,99 kostet das Spiel bei Steam. Ja. Ist aber auch gerade runtergesetzt. 20% kostet eigentlich 20 Euro. Und ich sehe auch gerade, es gibt sogar schon DLCs. Oder was ist das? Nee, ich glaube, das sind einfach nur irgendwelche. Cosmetics wahrscheinlich, ne? Genau, Cosmetics, ja. Ja. Okay. Ja. Nee, das ist. Also ich. Bei Michi weiß ich jetzt nicht so hundertprozentig, ob das so super dein Spiel wäre. Mochte ich auch Rainbow Six Siege eigentlich, weil es mal was anderes als CS war, so. Ja. Aber bei Miller bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass dir das auf jeden Fall richtig gut gefallen würde. Ich hab's so. Mir auch gerade schon in den Einkaufswagen bei Steam gehört. Also ich hab's mir schon nachher gekauft. Ja, also es macht echt, also mir, es war quasi, es ist das erste Mal seit langem mal wieder gewesen, dass ich so, hey, okay, ich sitze am PC und weißt du, das war automatisch, hab ich quasi Rechtsklick, Battalion aufgemacht und einfach erstmal ein bisschen Arcade rumgeschossen. Ohne nachzudenken, ne? Ja, so, ja. Das ist so dieser Faktor. Ja, competitive habe ich jetzt bisher, ich glaube, 3 Runden oder so gespielt. Mhm. Da werde ich aber wahrscheinlich auch noch mal, gerade vielleicht, wenn du das auch noch hast, das ist dann noch mal so ein bisschen größerer Anreiz, wenn man dann auf jeden. Wenn man dann mit mehreren Leuten spielt. Also ich bin wirklich hellauf begeistert. Vor allem, weil ich es auch gespielt hatte, als es ursprünglich rauskam. Ich hatte es mir halt gleich geholt, damals vor einem Jahr oder so, als es in Early Access gegangen ist. Ja. Weil ich das so ein bisschen mit der Entwicklung verfolgt hatte. Und die haben echt viel getan. Also echt super, super viel getan an dem Spiel. Das ist auch mal klasse, wenn diese Early Access-Spiele auch wirklich mit ein bisschen Herz auch dann behandelt werden. Eine Sache, wo mein Herz auch richtig aufgegangen ist, wenn man die Optionen öffnet, die haben sich gedacht, deren Motto ist es quasi, hey, jeder, der so ein Spiel spielt, ändert alles Mögliche in der Config. Ja. Warum bringen wir nicht alle diese Einstellungen einfach in das scheiß Menü mit rein? Ja. Das heißt, das ist du kannst, super du kannst sogar Digital Vibrance, was du eigentlich im Nvidia-Treiber umstellen musst, kannst du im Spiel ändern. Ja. Das ist halt, das ist genau so ein Spiel für so Shooter-Puristen dann so, ne? Die einfach nur. Es ist wirklich genau darauf ausgelegt. Also du kannst quasi einstellen, wo deine Waffe genau auf dem Bildschirm platziert sein soll und all so. Ja, okay. All den Kram, den du in der Konsole machen musst. Genau, alles, was quasi sonst in der Konsole gemacht wird, kannst du dort einfach im Menü machen. Das ist auch so, dachten die Entwickler auch, dass anstatt, dass wir das alles verstecken und Leute, die quasi neu ins Spiel kommen, rausfinden müssen, welche Zeile in welcher Datei das quasi ist, die man geändert, alles einfach offenlegen und dann kann jeder daran rumspielen, so wie er möchte. Ja, so muss es doch sein eigentlich. Ja, also das Spiel sieht gut aus, wenn du es auf, ich hatte es am Anfang hier auf höchsten Grafikeinstellungen, jetzt sieht es aus, als hätte ich fast die Texturen ausgeschaltet. Das ist quasi. und die andere Sache, die ich die Woche über ein bisschen gespielt habe, aber auch wirklich nur eine Handvoll Runden, einfach nur aufgrund der News, über die wir ja später auch nochmal reden werden, mit dem, oder auch letzte Woche ja schon kurz geschnackt haben, mit dem neuen Call of Duty Modern Warfare, habe ich mal das Remaster auf der PlayStation ein bisschen ausgepackt. Worüber ich auch vorher noch gar nicht nachgedacht habe, wie bescheuert das ist, dass irgendwann ist das neue Call of Duty Modern Warfare ja auch schon älter und wenn dann davon Remastered rauskommen soll, wie soll das dann heißen? Es gibt ja schon Call of Duty Modern Warfare Remastered. Das nennst du wieder genauso. Ja. Das macht doch alles nur noch Sinn. Wen sollte das aufhalten? Ja, ist ja. So. Du tust einfach so, als hättest du das davor einfach alles gar nicht gegeben.
Obwohl das eigentlich alles Reboots sind. Geklappt. Naja, ich habe ein bisschen Multiplayer gespielt. Die Maps kennt, glaube ich, jeder. Ja, bei Modern Warfare 1 habe ich so viel gespielt. Alle spielen die Maps immer noch genauso wie vorher. Weißt du, so Shipyard ist im Endeffekt, oder Shipment, wie die Map heißt, wo alle einfach nur die ganze Zeit Granaten spammen und mit Shotguns in der Gegend rumlaufen, weil du sowieso mehr oder weniger immer in einem Gegner spawnst. Ja, oder dann diese Map in der Nacht auf diesem Schrottplatz, wo, weißt du, die Leute alle hinten mit ihren Snipern sitzen und du quasi kaum den Schritt irgendwie aufs offene Feld laufen kannst, ohne dass 4 Leute auf dich schießen. Ja. Also Multiplayer hat sich nicht besonders viel geändert, weil die haben eine Menge Kram da reingebaut, der, sag ich mal, jetzt mittlerweile Standard ist, so mit Lootboxen und irgendwelchen Premium-Währungen und so ein Scheiß. Das ist halt das ja, was dem Spiel noch gefehlt hat. Dafür war es dann genau, war unbedingt notwendig, dass du jetzt deine Waffe aussieht, als wäre, hätte jemand Bacon drüber gezogen, aber gut. Hat halt immer noch mal einen Haken neben noch mal zwischendurch, ne? Wenn da richtiger Bacon drauf ist, lecker. Ist ja so. So kennt man das ja auch aus dem Fernsehen, aus dem echten Krieg. Da hat jeder eine Scheibe Bacon über seine AK gelegt. Vor allem haben die alle Skins und die Leute im Krieg, die laufen ja richtig so mit bunten Clowns-Kostümen drauf. Ja. So ein Scheiß. Mehr Realität geht nicht. Die andere Sache, die ich dann da drin noch mal ein bisschen nämlich gespielt habe, ist die Kampagne. Die ist geil. Die ist schon echt witzig. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe jetzt nur die ersten zwei, also diese Einführungsmission, wo man halt in dem Trainingscamp ist, und dann die andere mit dem im Nahen Osten die Dingens gespielt. Und man muss schon echt sagen, selbst in diesem, sag mal, Subgenre an, sag ich mal, so Tunnel-Shootern, weißt du, wo du wirklich genau durchgeleitet wirst, hat sich schon echt ein bisschen was getan in den letzten, also wie lange ist das jetzt her, 11 Jahren, dass das Spiel rausgekommen ist. Und trotzdem. Erzähl. Nee, sag ruhig. Ich fand es trotzdem einfach immer noch, glaube ich, bis heute, was immer noch klappt, ist die Inszenierung irgendwie insgesamt. So ja, von den Dingen. Das stimmt. Also ich will dir jetzt nicht widersprechen, weil ich weiß ganz genau, was du meinst, weil fühlt sich wahrscheinlich altbacken an, so die Kampagne und alles, wie man da durchgeführt wird. Aber wie gesagt, so die Inszenierung. Weil ich finde ja auch gerade, das ist doch, was du meinst mit diesem Level im Mittleren Osten, ist doch da, wo du im Auto sitzt. Ja. Da durchgefahren wirst mit dem Auto durch diese Stadt, die ja gerade von irgendeinem Tyrann irgendwie übernommen wird. Ja. Und dann am Ende bist du da in diesen Hof und dann, ja, keine Ahnung, ich denke mal, die meisten Leute wissen ja, was dann passiert. Ja. Und das fand ich schon so für so einen Shooter einfach nur storymäßig schon ganz interessant auf jeden Fall. Das war es damals auch, aber jetzt, wo ich es tatsächlich nochmal gesehen habe, und ich habe ja auch viele von den Call of Duty-Teilen zwischendrin gespielt, da hat sich, finde ich, schon echt eine Menge getan, also was so das angeht. Das ist schon alles noch ein bisschen, sag mal, ausgefeilter geworden, seitdem das Spiel rausgekommen ist. Aber es ist trotzdem witzig, sich das mal wieder angesehen zu haben. Mm. Ja. Nee, hast du denn auch irgendwas anderes da noch gespielt bei Call of Duty? Hast du da noch ein bisschen, du hast Multiplayer gespielt, und was gab's denn noch? Gab's nicht noch dieses auf schnelle Zeit irgendwie Sachen regeln und so? Gab's da nicht so ein paar Challenges noch, die man Ich hab nur die beiden Modi gesehen. Ich weiß nicht, ob die vielleicht in der Remastered-Version nicht da drin waren, aber Ja, ich kann mich jetzt auch gar nicht mehr genau dran erinnern. Es gab, glaube ich, noch so ein. Nee, das war erst ein Flugzeug-Level. Aber ist das in Modern Warfare 2 oder war das? Nee, das ist auch, glaube ich, in 1 drin. Ja, aber ich habe das nicht gesehen. Ich habe die einzigen Sachen, die ich jetzt gesehen habe, war der ganz normal. Ach doch, eine Sache habe ich gespielt. Ich habe Prop Hunt gespielt. Prop Hunt? Ja, das ist echt witzig. Das, ja. Andere Leute kennen das eventuell aus Garry's Mod, glaube ich. Ich glaube, das ist so der andere Modus. Garry's Mod und Minecraft, aus denen das noch relativ populär geworden ist. Das Prinzip ist, dass es gibt zwei Teams, irgendwie, glaube ich, A5 Spielern. Und das eine Team sind Gegenstände, quasi jeder ist ein Gegenstand, der auf der Map vorkommt irgendwo. Und du hast dann, ich glaube, 30 Sekunden oder eine Minute Zeit, um dich irgendwo auf der Map zu verstecken, als dieser Gegenstand. Und die anderen haben. Prey oder nicht? Ja, stimmt, in Prey gibt es das auch, dieses Typhon Hunt oder so heißt das, glaube ich, genau. In dem Spiel. Und dann, ich glaube, alle 20 Sekunden oder so pfeift jeder von den verkleideten Leuten, sodass die anderen quasi Hinweise haben, wo sie sich ungefähr befinden und so. Das ist schon, ist schon irgendwie echt witzig gemacht. Ich glaube, das ist eine Sache, die war so schon echt witzig. Ich würde es jetzt aber nicht unbedingt nochmal spielen wollen, außer mit Leuten, die man kennt. Ich glaube, es ist hammerwitzig, wenn man quasi das spielt mit 10 Leuten oder 8 Leuten oder so. Genau, alle sind so im Discord so und schnacken miteinander und versuchen sich gegenseitig zu verarschen, zu verunsichern. Und ja, ist es, glaube ich, richtig, richtig witzig, weil so war es relativ, teilweise schon fast langweilig.
Weißt du, ich war dann da irgendwie so eine komische Wasserpfeife oder so, hab mich da irgendwo auf den Tisch gestellt, wo es so aussah, als könnte da vielleicht eine Wasserpfeife stehen. Und die Leute sind um mich rumgerannt und dann, ja, weiß ich nicht, war nicht so aufregend. Also so, es war, ich hatte das Gefühl, ich habe eine gute Position gefunden, hier findet mich keiner. Und am Ende hatte mich, ich glaube, die Runde hat mich immer gefunden, aber in der anderen saß irgendwo in der Ecke, hat mich keiner. So, das war spannend irgendwie. So ein Spiel muss halt dieses psychische Miteinander haben, dieses Reden, Kommunikation. Das ist ja sowas wie hier, wenn du Werwolf spielst oder auch machst, dass du dieses so rausfinden, wer versucht sich gerade zu verstecken und so, ne? Oder keine Ahnung. Und wo er sich versteckt und so. Da musst du halt miteinander schnacken können. Und da liegt dann, glaube ich, auch der Reiz dann nur drin. Ja. Wobei es schon teilweise echt das gut witzig war in einer Runde, wo der eine gepfiffen hat und sah auf einmal, dass er war der letzte Überlebende. Und der eine Gegner dreht sich um und guckt ihn genau an und er war so ein hammergroßer Schrank und auf einmal rennt er einfach nur los. Dieser Schrank bewegt sich einfach immer quer und springt aus dem Fenster raus, immer quer über die Straße. Okay, ja. Das hört sich gut an. Also es war schon teilweise ganz witzig, aber zumindest hatte ich das Gefühl, die beste Taktik ist, such dir eine gute Position, wo du einfach nur irgendwo rumgammeln kannst und hofft, dass sie dich einfach nicht finden. Weil meistens laufen sie einfach nur von Raum zu Raum und mähen einfach nur mit Maschinengewehr einmal quer um sich rum, um irgendwas zu treffen. Irgendwas zu treffen. Was irgendwie reagiert dann. Ja. Ah, geil. Ja. Ja. Wie sieht es bei euch so aus? Wie willst du als nächstes? Ja, mache ich sonst weiter. Ich bin ja momentan am RimWorld zocken mal wieder. Und es ist gerade der neue heiße Scheiß rausgekommen. Und zwar ist eine neue Mod veröffentlicht worden. Und der Spaß heißt War Crimes Expanded. Also Kriegsverbrechen erweitert. Wer will nicht ein paar Kriegsverbrechen in sein Spiel haben? Die muss ich mir natürlich sofort auch holen und da wird gerade ganz heiß drüber diskutiert und das ist so. Ist die kontrovers? Also ist es so richtig kontrovers? Nein, die Leute lieben die Mod. Wir sprechen hier über RimWorld, da gibt es keine Kontroversen. Eigentlich nicht, ne? Aber ich meine, das ist so geil, wenn du das mit anderen Spielen vergleichst, weil du hast irgendwie dann so. Ich weiß nicht, die letzte große Kontroverse, was echt doll war, aber war, glaube ich, dieses Rape-Spiel oder was da war auf Steam. Ja, auf Steam, ne? Ja, auf jeden Fall, was ja auch irgendwie erstmal nicht verboten werden sollte. Oder ja, genau. Und das war ja auch schon doll, aber dann hast du jetzt hier RimWorld mit Kriegsverbrechen. Und das Geile, warum ich darüber kurz reden wollte, ich habe dann da einfach bloß ein bisschen, als ich in der Heimat noch war, in den Kommentaren durchgelesen und dann hatte der eine auch irgendwie so geschrieben, ja. Und geile Mod und ich habe auch hier schon was herausgefunden. Ich habe einen Wissenschaftler, der Masochist ist, also jemand, der auf Schmerzen steht. Ja. Und ich kann jetzt hier ihm zum Beispiel, er braucht nur einen Arm für seine Sachen. Das heißt, ich kann ihm so einen Holzstumpf in die andere Seite reinstecken und das mit ihm machen. Dann hat er Schmerzen, dadurch kriegt er einen Mutbonus, weil er Masochist ist, aber kann trotzdem noch voll seinen wissenschaftlichen Arbeiten nachgehen. Ja. So ein paar Steel-Spikes in den Torso rein und all so eine Scheiße, Zähne rausziehen. Ja. Das ist so, ja. Das ist austoben, das ist komplett austoben. Wie willst du RimWorld beschreiben? Einmal Armchairs aus Human Leather, also aus Menschenhaut, und War Crimes Expanded. So, damit hast du RimWorld perfekt erklärt. Gerade auch was Reddit und sowas da angeht. Ja. Was ist da eigentlich aus deinem Mittelalter-Playthrough geworden, was du mal irgendwann angefangen hast? Ich glaube, davon hattest du hier auch erzählt. Ja. Das habe ich leider auf Eis gelegt, weil ich wieder. Da habe ich immer die gleichen Probleme irgendwie mit. Dann kommt eine neue Mod raus, wie sowas irgendwie, was denn überhaupt nicht ins Setting passt. Und RimWorld ist nicht so ein Spiel, wo ich gleichzeitig zwei Games am Laufen haben kann. Und dann kommt auch wieder meine, was mich hier auch so gut kennt, dieses Neuanfang wieder dazu, weil du dann wieder mal nochmal was anders machen willst und so. Es fehlt der optimale Weg. Ja, und jetzt gerade möchte ich so ein kleines Gefangenenlager/Gefängnis machen. Aber in der Zukunft, also der normalen RimWorld-Zeit, so mit normalen Schusswaffen und sowas. Und da gibt es dann auch ein, zwei Energiewaffen schon, aber nicht so mittelaltermäßig. Ja, also. Ich dachte ja auch, du spielst noch ein bisschen, wie hieß das denn noch? Das ist auch so ein total verrücktes Spiel, wo du auch in so einer Postapokalypse spielst, so mit Sklavenhändlern. Kenshi, genau. Was ist daraus eigentlich geworden? Ich meine, das ist ja auch sowas ähnliches, sag ich mal, wie RimWorld. Das ist ja auch so ein Sandkosten-Mach-was-du-willst-Spiel. Bei Kenshi muss ich jetzt im Nachhinein sagen, es war nice. Ich kann auch gerade mal, während wir jetzt darüber schnacken, mal gucken. Ja, ich habe also in Kenshi auch meine 50 Stunden verbracht insgesamt, also nicht wenig. Ja.
Aber das ist ja für die Verhältnisse, was solche Spiele was solche haben kann. Was solche Spiele nicht viel. Das Ding ist, ja. Bei Kenshi ist das Problem, was man bei RimWorld zum Beispiel gar nicht hat, ist so ein Grafikding einfach. Weil Kenshi sieht ja. echt hässlich aus. Ja, RimWorld ist so ein Spiel, das siehst du von oben mit kleinen, niedlichen Figuren und so. Ja, das ist alles relativ bunt, wie ein Cartoon oder Comic mit Paint ausgemalt, keine Ahnung. Das kann halt nicht alt werden, ne? Genau, das hat so einen zeitlosen Stil. So als wenn du den ersten Borderlands-Teil nochmal reinhaust. Oder sowas. Ja, ja. Also das. Und bei Kenshi ist es dann halt so, das sieht so hässlich aus. Das macht dann zwar Spaß, aber irgendwann mich persönlich. Also ist ja auch jeder immer ein bisschen anders davor, aber ich krieg bei sowas irgendwann verliere ich dadurch auch so ein bisschen die Lust dann da dran. Ist dann schon eine Hürde irgendwann. Ja, ist eine Hürde, wo ich mich überwinden muss, wo dann ich dann doch denke, okay, ja, hau ich mal das andere Game jetzt an anstatt Kenshi. Ja. Aber vielleicht komme ich dazu ja auch nochmal zurück. Gibt es eigentlich auch zu RimWorld noch irgendwie DLCs und so? Gibt's so? Nee, aber RimWorld wird auch noch weiter entwickelt. Weil es wird ja von einem Typen gemacht. Ach ja, ist ja nur ein Typ dahinter. Und der pusht weiterhin immer noch Updates raus, obwohl es ja jetzt vor, ich weiß gar nicht, ist auch schon ein Monat oder sowas, anderthalb Monate her, dass es released wurde offiziell. Da hatten wir, glaube ich, auch drüber geredet. Ne? Haben wir drüber geschnackt, glaube ich, ja. Ja, und er pusht immer noch weiterhin trotzdem kleinere Updates raus. Nichts super Großes, geht mehr um Optimisierung und Quality of Life Sachen so. Aber das große DLC-Ding ist halt echt der Workshop, weil was jetzt gerade auch noch rausgekommen ist, ist eine RimWorld-Multiplayer-Mod. Ach du Scheiße, dass du so praktisch strategiemäßig gegeneinander dann spielen kannst? Ja, so, du bist ja immer auf einer Map, auf einem Quadrat sozusagen von der World Map und du siehst nur dieses Quadrat und dann kannst du in die World Map davon reisen zu einem anderen und da wieder reingehen. So. Das heißt, es ist keine offene große Spielwelt. Du hast immer nur sozusagen dein Quadrat, in dem du spielst, wo Leute reinkommen und dich angreifen oder du von weg gehst. Ja. Und du kannst dann halt mit mehreren Leuten in einem so einem Quadrat spielen und es gibt halt, du kannst es echt groß stellen. Das heißt, rein theoretisch kannst du zu viert spielen. Jeder nimmt sich eine Ecke und baut da seine kleine Kolonie auf. Und entweder ihr seid Freunde oder ihr seid Feinde oder ihr baut was zusammen auf. Es ist halt einfach bloß eine Integrierung, dass du zusammen einfach Multiplayer spielen kannst. In ein Spiel reingehst und jeder hat seine eigene Maus. Der Rest ist standardmäßig RimWorld. Es ist eher nur so, dass jeder seine eigene Maus hat und damit kann jeder alles machen. Das heißt, man muss sich dann schon selber in so einer Multiplayer-Runde einigen und sagen, okay, ich nehme die drei Kolonisten, du die drei, jeder geht in seine Ecke, wenn man sowas machen will. Oder man spielt halt zusammen so, ne? Die Multiplayer-Mod, die bringt ja erst so die Möglichkeit, dass sich dann die Leute ausdenken können, was dann irgendwie cool für sie selber ist und so, ne? Ob sie dann, wie du schon sagst, halt irgendwie zusammen oder gegeneinander spielen oder so, ne? Genau, also es ist wieder. Es ist jetzt kein Multiplayer, wo du reinspielst und mal eine Runde startest. Es ist eher wieder so typisch RimWorld. Hier, wir geben dir das Tool, mach damit was. Mach selber draus. Tob dich aus. Ja. So, da wird. Erlebt deine Geschichte. Ja, da werden bestimmt schon witzige Sachen durch entstehen. Also wird auch gerade sehr gefeiert, die Multiplayer-Mod. Hab ich noch nicht ausprobiert, weil. Erstmal beschäftigt mit der War Crimes Mod. Ja, einmal das und leider hat kein anderer meiner Freunde, also ich habe tatsächlich drei Leute in meiner Freundesliste, die auch RimWorld haben oder mal gespielt haben, aber das sind alles so 2 Stunden, wenn überhaupt, angespielt und ausgemacht. Ich habe keinen anderen, der RimWorld so spielt wie ich. Es ist ja auch ein sehr spezifisches Spiel irgendwie. Ja. Also, aber so, wenn du es liebst, glaube ich, dann bist du es. Ja, aber da, also so, da musst du dich ja halt erstmal überhaupt so richtig reinfuchsen und dann ist das ja auch doch schon, finde ich, auch vom Genre her, was sehr spezifisch ist. Also, ich habe mir immer RimWorld schon ein paar Mal angeguckt und das ist jetzt, selbst wenn das, sag ich mal, einen ähnlichen Nerv trifft, irgendwo wie jetzt sowas wie zum Beispiel vielleicht so Stardew Valley oder auch das Satisfactory, was du ja auch gespielt hast, ist das, finde ich, nochmal so der. Ja, also die Barriere ist nochmal ein bisschen größer. Also sie ist nicht ganz so groß wie jetzt bei sowas wie Dwarf Fortress, aber. Ja. Dwarf Fortress ist eigentlich genauso, oder? Ist ja, naja, aber es ist. Also Dwarf Fortress sieht nochmal unzugänglicher aus. Hier hast du wenigstens Leute, die du erkennen kannst. In Dwarf Fortress hast du irgendwie so kleine Pixelbrei. Ja, genau. Okay, das wollte ich auch sagen. Das hatte ich auch gar nicht. Okay, ja. Das dachte ich jetzt eher. Also ich finde, dass so die optische Repräsentation spielt da doch schon immer eine relativ große Rolle, dass man da irgendwie sich so ein bisschen reinfuchsen kann, wenn man die Mechaniken, wenn einem das jetzt nicht spezifisch anspricht. Ja, es ist ja auch erstmal was anderes, weil das gibt es ja auch sehr selten, dass du das Spiel so indirekt spielst. Dass du nicht
deine Kolonisten direkt Aufgaben gibst oder dass du die sogar selber spielst, sondern dass du einfach bloß Aufgaben generell festlegst, wie hier muss das Feld bearbeitet werden und geerntet werden und dann hast du deine Arbeitsprioritätenliste, wo du dann sagst, okay, der Kolonist hat etwas mal Werte von 1 bis 4 so. Für Sachen auf dem Feldarbeit hat er eine 1, für Saubermachen hat er eine 3. Das heißt, er macht erst die Feldarbeit, wenn alles an Feldarbeit durch ist, macht er sauber. So ist ja auch schon mal irgendwie, dass du so deine Leute steuerst. Es ist auf jeden Fall anders. Das heißt ja, ja auch ein bisschen Architekt, das ist ja auch so, ne? Da sagst du ja auch indirekt eigentlich den Leuten nur, was sie machen sollen, irgendwie, ne? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Oh, dass du praktisch hast, die so. Ich meine, also irgendwie so, ja, kannst du Leute nicht direkt ansteuern. Prison Architect ist halt wieder so ein typisches Tycoon-Ding vom Ding her, wo du einfach bloß auch in RimWorld ist es auch vom Ding her so, dass du eine Mauer baust und dann hast du aber deine Arbeiter, die zu der Mauer die laufen und die aufbauen. Ja, genau. RimWorld ist es halt eher so, dass jeder kann die Mauer bauen, aber es muss auch Zeit dafür gefunden werden. Du hast nicht einen extra einen Arbeitertypen oder einen Arbeiter-NPC, du hast halt einfach bloß deine Kolonisten. Naja, die einfach ihre Aufgaben irgendwie abarbeiten, bis sie durch sind. Ja, aber so kann man sich das schon vorstellen, wie in so einem Tycoon. Du ziehst mit deiner Maus einen Blueprint für eine Mauer und dann laufen deine Leute dahin, wenn sie, ja, wenn das passt mit den Prioritäten. Es ist halt einfach, es ist halt nicht dieses so, wie man Strategiespiele kennengelernt hat, à la Age of Empires oder so, ne? Oder Command & Conquer, wo du halt einfach, ja, dein Gebäude dahin baust so und dann ist das Ding fertig, so ungefähr. So. Es ist auf jeden Fall irgendwie, ja, es ist was anderes, definitiv. Aber es ist, hat auch definitiv seinen Reiz, weil ich glaube, nirgendwo findest du so tiefe Mechaniken wie in solchen Spielen. Weil sonst wären, glaube ich, diese ganzen Geschichten, die man sich da selber machen kann, glaube ich, auch nicht möglich. Ja, auch die Möglichkeiten, die geboten werden für die Community, wie, also Mods, es gibt so unfassbar viele Mods da draußen. Und dass da auch die Möglichkeiten gibt, dass es relativ leicht ist, weil ich habe schon gehört, es ist nicht so schwer, da ins Modding reinzukommen, wenn man selber was machen will. Ja, ja. So, da hat der Typ sich schon Gedanken gemacht, dass er das schön offen macht. So. Ja, ja. Also das ist schon auch ein Herzensprojekt von ihm gewesen, das merkt man auf jeden Fall. Ja. Ja. Ja, weiß ich nicht. Dann, Kerbal Space Program wird wohl in nächster Zeit bei mir nochmal wieder angefeuert. Weil irgendwas, weil die NASA irgendwas macht oder weil bei Kerbal Space Program irgendwas Neues ansteht? Nee, es ist tatsächlich, bei Kerbal Space Program steht was Neues an. Beziehungsweise ist jetzt gerade rausgekommen, Breaking Ground Expansion, das DLC, ist jetzt am 30. rausgekommen, meine ich. Also letzte Woche, Mitte letzte Woche irgendwie war das. Mhm. Und 3 neue Features gibt es in dem DLC. 2 sind voll nice, aber die dritte ist der Oberhammer. Und die 2 ersten Sachen sind einfach ein paar experimentelle Sachen. Das sind aber Sachen, die es auch schon in Mods gab. Also einmal so Surface Experiments, also so Experimente, die du auf den Boden stellen kannst und so machen kannst. Das heißt, du fliegst mit deinem Kerbal zum Mond und der packt dann da seinen kleinen Bohrer aus oder sowas, stellt ihn auf den Boden und der arbeitet dann da und macht seine Experimente. Andererseits hast du noch so Arme für Rover. Das heißt, dass du die so ein bisschen steuern kannst, was sie da auf dem Planeten machen und so, oder? Also er fährt irgendwo hin, hat seinen Arm hinten drauf und dann gibt's jetzt so neue Objekte in der Welt, wie zum Beispiel auf gewissen Monden gibt es Eisvulkane oder bestimmte Gesteinsarten und sowas, dann kannst du da hinfahren und mit diesem Arm, an diesem Arm ist eine Kamera dran und ein Bohrer und ein Scanner und sowas und dieser Arm fährt dann dahin, wie in echt halt auch die Rover so ihre Gesteinsproben und sowas rausbohren, kannst du das mit diesem Arm auch machen. Ja. Auch ein nices Feature, aber das Interessanteste ist eigentlich, dass sie jetzt Robotics eingebaut haben, was es vorher auch schon als Mod gab. Also ich weiß nicht, habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen, dass ein Kerbal Space Program irgendwer ein Mech oder so ein Gundam gebaut hat? Aber halt ganz kompliziert aus ganz vielen verschiedenen Teilen. Ja, und der sich auch vernünftig verwandeln kann. Von einem Flugzeug wird er auf einmal zu einem Mech oder sowas. Naja, richtig Transformer-mäßig. Genau, und das haben die jetzt, diese Mod, die es vorher gab, das haben sie jetzt offiziell eingebaut. Das heißt, du hast jetzt richtig offiziell Teile, die du programmieren kannst, bestimmte Sachen zu machen. Ja, okay. Und ist auch so, manche von diesen Sachen hören sich immer so an, als wäre das doch wirklich nur für die 5 Leute auf der Welt, die das machen können. Für die 5 NASA-Mitarbeiter, die das machen können und denken, okay, das muss ich jetzt auch noch zu Hause machen. Es ist aber nicht schwer, weil ihr könntet das vom Ding her auch. Jeder, der schon mal irgendwie Video- oder Tonbearbeitung gemacht hat, kann das machen, weil das läuft einfach nur über Keyframes.
ja. Ah, okay. Also das heißt, du hast eine, oder jemand, der schon mal animiert hat, der kann das auch easy. Du hast einfach bloß eine Timeline, eine Zeitleiste, darauf setzt du ein Keyframe und sagst ihnen, an welcher Position, oder weißt zum Beispiel, was er wohl hast machen du soll. Eine Hinge, ja. Also kann 0 Grad sein, kann 90 Grad sein, wie auch immer. Sagst an Keyframe, bei Keyframe 0,5 soll 90 Grad haben und so machst du das einfach. Und dadurch bewegt er sich dann langsam in dieser. Genau, und so kannst du sozusagen etwas vorprogrammieren, dass du per Knopfdruck abspielen kannst. Ja, so kannst du halt krassere Sachen machen. Du kannst aber auch einfach bloß sagen, auf Knopfdruck soll sich das Ding nach rechts drehen. Ja, genau, das ist dann wahrscheinlich der simple Weg so und dann erweitert und dann kannst du genau rein, bei 0,5 macht er das und ja. So kannst du vom Ding her so ein Strobo-Licht für deine Kerbel-Disco bauen oder halt ganz wichtig. AT-AT aus Star Wars, der da auch richtig gehen kann. Auch weißt du? Beides zusammen auch in der Kombi aus. Ja, bitte. Also. Ja, nice. Das ist, und das gab da auch immer Probleme mit der Mod, weil das war alles so ein bisschen wonky und sowas. Und ich habe gehört, es ist noch nicht perfekt jetzt im richtigen Spiel, aber natürlich, wenn es jetzt da drin ist, dann wird das hoffentlich ein bisschen schneller gehen, bis das richtig läuft, sage ich mal, das System. Das waren jetzt auch zwei von den Features, ne? War da nicht noch ein drittes? Nee, also das ist einmal die Bodenexperimente, diese neuen Erkundungsexperimente oder sowas wird das genannt mit diesem Roverarm. Und die Robotics ist das dritte, also. Ja, okay, alles klar. Ja, da habe ich auf jeden Fall auch gut Bock drauf. Da werde ich wohl auch die Tage nochmal reingucken, wenn ich Zeit finde. Ja. Und eine letzte Sache, die ich noch gespielt habe, ist Dauntless auf der PlayStation. Ist ja jetzt. Ich habe es tatsächlich, ich habe es auf der PlayStation gerade runtergeladen. Ich habe es nur noch nicht. Was ich genial finde, was ich nicht wusste, dass es Cross-Progression ist. Wenn du wenn du deinen PC-Account anmeldest, hast du die gleichen Sachen. Du kannst quasi nahtlos von einer Plattform zur anderen. Das heißt, du fängst dich wieder von vorne an. Ja. Das finde ich auch cool. Das ist aber auch, es war am Anfang ein bisschen komisch, weil als allererstes wirst du gefragt nach deinem Epic-Account. Ja. Weil Dauntless ja erst über den Dauntless-Launcher lief und dann nachher ja in den Epic Store kam. Jetzt, ja. Und dann habe ich das aber abgelehnt, weil ich ja mein Dauntless nie auf Epic gespielt habe, sondern noch über den Dauntless-Launcher damals. Und danach wurde ich dann aber nochmal gefragt nach meiner normalen, nach meinem Dauntless-Account, konnte mich darüber dann anmelden. Und ja, also das mit der Progression hat auch super geklappt vom Ding her. Ich habe meine ganzen Waffen mit den Ausrüstungsteilen und sowas, was ich mir damals auf dem PC erspielt hatte, noch. Aber sie haben das komplette System vom letzten Mal, wo ich gespielt habe, so umgeändert, dass ich da stehe wie so ein schon nicht schlechter Motherfucker, sage ich mal. Ein bisschen habe ich ja auch schon gespielt. Ja. Aber ich habe halt einfach die Tutorial-Quest gerade bekommen, weißt du? Ja, okay, ja. Ich weiß nicht, ob es ein Bug bei mir war oder ob es normal ist, aber Ich hatte schon überlegt, ich würde, glaube ich, nochmal. Ich war nie so weit, deswegen, ich würde, glaube ich, immer von vorne jetzt einfach nochmal anfangen. Aber ich finde die Idee hammernice. Ja, auf jeden. Und das ist auch, das hat mich schon angebockt, weil hätte ich jetzt, ich habe jetzt bisher nur einmal gespielt, also einen Boss gemacht. Aber das ist jetzt was, wodurch ich schon Bock hätte, weiterzumachen, weil ich muss nicht nochmal diesen einen Feuertypen 20 Mal abfahren, bis ich die Feuerrüstung habe und den Eistypen am Anfang und so, weil ich habe noch die Feuer, die Eisrüstung und die ganzen Waffen und alles. Ja. Auch schon von den besseren Feuertypen, nicht nur von den ersten. Es gibt ja, ich weiß nicht, wie viele Tiers es mittlerweile gibt am Anfang. Es gibt ja ein paar mehr. Also es gab, wir waren ja schon, glaube ich, nur beim dritten oder vierten, irgendwie damals das aufgekommen. Ja, genau. Es gab fünf, glaube ich, oder und so. Da, war's, und da waren wir aber auch schon ziemlich weit, was das anging. So. Aber dadurch, dass ich das jetzt noch habe und diese Early Tiers nicht nochmal machen muss, weil die Bosse, ich habe halt auch einen aus diesen Early Tiers von den Bossen gemacht, der Boss war genau gleich. Also da hat sich nichts verändert. Ja. Das ist sowieso so eine Sache. Also so jetzt, wo ich muss jetzt sagen, wo ich Monster Hunter gespielt habe, so das kann Dauntless mich einfach nicht mehr. Nee, also wenn du Monster Hunter. Das ist halt geil, weil es kostenlos ist. Ja. Ne? Das ist halt. So, Dauntless ist ein schönes Spiel, aber wenn du Monster Hunter Fan bist, dann ist dir das zu wenig. Ja, genau. Genau das ist es. Also es ist. Das ist so eine Sache, die ich mich aber frage, weil das Spiel free to play ist und weil es ja auch Hammer viel ist. Ich glaube, was war die Zahl? 6 Millionen Leute oder so haben das jetzt gespielt seit dem offiziellen Release. Also richtig, richtig viele. Ob das nicht so ein Spiel ist wie Path of Exile und Warframe, was quasi in 3 Jahren ist es so, hey, warum solltest du Monster Hunter spielen wollen, wenn es Dauntless gibt? Ja, was einfach kontinuierlich. Aber was wir auch schon beschnackt haben, weißt du, bei Monster Hunter hast du ja schon die. Das machen sie ja im Grunde genommen ja auch, weil sie ja sämtliche Features, die sie aus den vorigen Spielen reingebracht haben, auch in die neuen immer wieder reinbringen. Naja, das ist ja so nicht richtig unbedingt, weil Monster Hunter World war ja schon ein großer Unterschied.
auch von vielen der Spielmechaniken zu den vorherigen Teilen. Es ist einfacher geworden, auf jeden Fall zugänglicher. Aber was ich meine, ist ja sowas zum Beispiel wie die ganzen Waffen. So, die sie ja schon, du hast ja deine 14, 15 verschiedenen Waffen, was alles ein eigenes Spiel ist im Grunde genommen. So, und ich weiß nicht, ob Dorn es da mithalten kann, aber ich fand irgendwie so diese. Wahrscheinlich noch nicht, aber wie gesagt, ich sag mal jetzt, wenn das Spiel weiterhin so erfolgreich bleibt, dass ich mir gut vorstellen könnte, dass das in 3 Jahren anders aussieht. Oder in 2 Jahren, weißt du, wenn das einfach so dieses. Ja. So wie bei Warframe oder Path of Exile. Path of Exile, ja. Das sind auch schon die besten Beispiele für Free-to-Play-Spiele, die fast schon den Hauptreiter eigentlich schon langsam oder die anderen großen Konkurrenten eigentlich irgendwie hinter sich lassen. Ja, also gerade Path of Exile, würde ich sagen, ist um Längen voraus, wenn es um diese Art an Spielen geht, was jetzt zum Beispiel Diablo oder so, also das kann man quasi überhaupt gar nicht mehr mithalten. Ja. Wie spielte, das habe ich, ich hab's nur installiert und dann gab's extreme Serverprobleme, also ich konnte mich überhaupt gar nicht, quasi überhaupt in nichts einloggen, als ich's gestartet habe. Ja. Wie ist grundsätzlich die Performance auf der Konsole so? Die Performance ist okay bis gut. Also die Performance ist auf dem PC noch ein gutes Stück besser. Ja. Und es sah teilweise ein bisschen verschwommen aus, fand ich, so Wischiwaschi-Texturen, sage ich das mal. Das fand ich, saß aber auch schon auf dem PC. Ja, das ist so lange her, dass ich auf dem PC gespielt habe, deswegen weiß ich es nicht mehr, wie das auf dem PC war. Aber das ist sowas, was mir sofort ins Auge gefallen ist. Kann sein, dass das auf der PC-Version auch schon so war. Aber frame-technisch fand ich, lief die PC-Version auf jeden Fall um einiges besser. Ja, also es ist wahrscheinlich 30 FPS. Ja, genau, es sind 30 FPS und das merkst du in dem Spiel auch. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ansonsten, steuerungstechnisch läuft das eigentlich ganz gut ab. Es ist ein bisschen komisch, weil du hast ja zwei hauptsächliche Schlagtasten, die du normalerweise benutzt. Auf dem PC waren es, glaube ich, einfach linke und rechte Maustaste, wenn du mit Maus und Tastatur gespielt hast. Ich habe auf dem PC auch mit Controller gespielt. Ich habe es auch mit Controller gespielt. Und auf der PlayStation ist es jetzt so, aber das ist Viereck und Dreieck, glaube ich, sind. Ist okay, also man hat das schnell raus, aber es war jetzt so im ersten Moment erstmal komisch, dass man jetzt Viereck und Dreieck für seine Hauptschlagattacken hat. Man hat natürlich das ist noch halt auch ein leichter und schwerer Schlag, ne? Ja, genau. Ja. Und die kannst du ja auch noch aufladen. So, ich war schnell wieder drin, was das Spiel angeht. Was ich dazu sagen muss, um 1 Uhr nachts oder so gespielt und wir sind leider nur zu zweit reingestartet, was jetzt auch kein Problem ist, weil die Bosse skalieren ja mit der Anzahl an Leuten auch und der Typ war auch so ausgerüstet wie ich, also das war easy für uns. Wir haben also, keiner von uns ist einmal gestorben oder so. Ja. Aber es war trotzdem, ich glaube, ich saß 5 bis 10 Minuten oder sowas in der Warteschlange, bis es denn losgeht, weil du ja auch es gab aber auch die letzten Tage Hammer-Server-Probleme. Also ich bin gar nicht reingekommen und ich hatte gelesen, dass gestern waren die Server wohl für ein paar Stunden auch wieder komplett irgendwie offline gewesen. Lag dann wahrscheinlich da dran. Ich habe da erst gedacht, dass es vielleicht an der Uhrzeit lag, aber es kann natürlich aber auch sein, wenn es so spät ist. Ja, aber wir waren trotzdem zu zweit, wir konnten auch reinstarten, da ist dann natürlich immer wieder dieses, was bei Dauntless ja so ist, wenn du in der Lobby bist schon und beide haben auch ready gedrückt, ihr seid zu zweit, geht aber trotzdem noch ein Timer runter, irgendwie 1-2 Minuten, bis das Spiel endlich startet, weil es können ja noch das zwei. Eigentlich ist es nicht nötig, weil du eigentlich schon denkst, okay, wir können auch gerne zu zweit starten. Ja, so, wenn wir jetzt schon eine Minute hier warten zu zweit und keiner reinkommt, dann wird in der 2. Minute wahrscheinlich auch keiner mehr reinkommen und selbst wenn es nur einer ist, ist auch scheißegal, lass uns doch jetzt anfangen, weißt du? Ja, genau, lieber einfach zocken als noch irgendwie. Ja, dadurch, dass die Bosse eben mitskalieren mit der Anzahl an Leuten. Genau, ist das völlig wurscht irgendwie, ne? Ja, sonst vom Spielerischen, vom Gameplay-mäßigen hat sich so nichts verändert, einfach bloß so der Grundaufbau der Aufgaben, die du hast, sage ich mal, hat sich ein bisschen verändert, weil es gab ja ganz am Anfang hattest du einfach irgendwie die Bosse, dann nachher kamen diese Patrouillen dazu, die du dann machen konntest und jetzt geht das hauptsächlich nur noch über Patrouillen, aber du kannst dir bei der Patrouille auch trotzdem aussuchen, welchen Boss du machen kannst oder willst. Also es ist so eine Mischung aus beiden jetzt geworden. Ja, weil davor waren die Patrouillen ja immer random Bosse. So, wenn du nichts zu tun hattest, hattest du so eine Patrouille gemacht und dann hattest du einen random Boss gemacht. Das war so ein bisschen, glaube ich, das Feature, damit die Leute, die die unteren Bosse machen, trotzdem Leute bekommen, die reinkommen. Und dafür wirst du aber mit zusätzlichem Scheiß belohnt, dass du einen random Boss machst. Und jetzt ist das. Mehr Ressourcen und so, Genau, das hat sich ein bisschen verändert. Das sieht vom User Interface so außerhalb des Spiels alles ein bisschen anders aus. Aber so, ansonsten ist es immer noch Dauntless, wie es damals war. Gibt es noch eine Waffe dazu? Ich glaube, es gab damals 3 oder 4, ne? Also, habe ich jetzt nicht gesehen. Ich bin halt reingegangen, ich hatte meinen Scheiß. Ich glaube, Pistolen gibt es jetzt.
Das kann sein. Also man hatte ja auf jeden Fall Hammer, Axt, Schwert und die beiden Kratos-Klingen, sage ich mal, oder was auch immer. Ja, das genau, genau. Die waren ja so Doppelklingen, einfach super schnell. Genau, so und ich hatte Axt, habe ich wieder genommen. Ja, und die ging auch gut ab. Ja. Ja. Ich weiß nicht, soll ich, glaube ich, ich bin auch noch was erzählen, glaube ich. Ja. Sollst du noch? Ich glaube, ich soll auch noch raus. Ich habe ein bisschen Overcock gespielt. Schön auch am Samstag. Schön auch am Samstag. Ey, irgendwas muss doch hier kommen. Ihr Pissbacken. So, das habe ich schön auch am Samstag in Suff gespielt und das war ja, da kannst du einfach nice rübergehen, zumindest eine moderate Backpfeife geben. Ja, ich glaube auch, ey. Man wird ein bisschen zickig. Ich habe es auf jeden Fall im Soft gespielt, das war ganz witzig. Es war auch der erste Teil und auch, glaube ich, so wie du, Mini, hattest es ja auch letztes gespielt. Ne? Ja, ist ja PlayStation Plus gewesen, jetzt im letzten Monat. Genau, da hat er das auch halt einfach irgendwie kostenlos gekriegt. Und ich fand es echt witzig. Meine Güte, das ist ja ein richtig geiles Spiel. Das ist das erste Mal, dass ich es jetzt gespielt habe und gerade so jetzt in so einer Runde, wo du einfach echt nur ein bisschen saufen, schnacken, daraus noch ein kleines Trinkspiel. Wir haben, also ich meine, das Trinkspiel war einfach nur ein Trinkspiel gegen Zeit. Wir haben einfach, ich meine, jetzt, du kennst ja die Fallen, mit denen ich da unterwegs war. Ja. Das ist ja einfach, es war einfach nur so, okay, gut, wir einfach nach jeder Runde Overcooked wird einfach ein kurzer getrunken und fertig. Das war so, also als wir angefangen haben, man könnte doch auch so gegeneinander spielen. Es war im Prinzip kein Trinkspiel, sondern ihr habt einfach nur immer Ruhe ablaufen lassen und immer, wenn die geschlagen ist, musste einer reingemäht werden. Ja, auf jeden Fall. Es war einfach so, es sind 3 Minuten um, okay, dann wird wieder einer getrunken, weil das Spiel ist ja wieder durch. Also nice. Also man konnte gut voll werden so und ich fand das Spiel ist halt auch einfach witzig. Mhm. Gerade auch mit diesen, also wir haben praktisch sämtliche Einführungslevel übersprungen und ich das habe ich auch gefordert. Also ich meinte auch direkt, komm, einfach direkt das Schwierigste vom Schwierigsten, was ihr gerade habt hier irgendwie. Und dann auch so witzige Levels, wo du dann auf 3 LKWs unterwegs bist, wo dann rechts kannst du Fisch und Kartoffeln frittieren und links machst du deine Suppen. So und dann hast du so einen mittleren Lastwagen, der immer so vom ersten zum linken, also vom ersten und zweiten immer rüberfährt, so. Und kannst du natürlich super viele Möglichkeiten, da runterzufallen, wo du dann ja so einen kurzen Cooldown hast, bis du wieder da bist, bevor du wieder loskochen kannst mit deinen Leuten zusammen. Und auf diesem mittleren waren auf jeden Fall auch nur die Zutaten zu kriegen und so, dass man echt viel zusammenarbeiten musste. Mhm. Das Ding haben wir, glaube ich, 10-mal gespielt, bis wir da volle 3 Sterne hatten. Aber dann war das aber auch echt wie geölt, so, ne? Ganze Absprache und so. Natürlich nie ohne anbrüllen, ne, weil jedes Mal irgendwas schief geht. Ich weiß auch, ich spiele das erste Mal, ne, und aus irgendeinem Grund bin ich auf meiner Seite auf so einem Schiff irgendwie alleine gewesen und das hat keine 30 Sekunden gedauert, fing alles an zu brennen, sowas. Und Eike auch erzählt so, okay, das ist mir vorher noch nie passiert. Ja, nee. Ja, das war auf jeden Fall ganz witzig. Also ich kann es echt nur jeden irgendwie, ich glaube, ihr beide habt es ja auch schon mal irgendwie. Ja. Also, ja. Ihr kennt es ja auch schon eigentlich ganz gut. Ich kann es auf jeden Fall echt gut empfehlen, weil das ist ein super Partyspiel. So. Es ist vor allem irgendwie, so viele Spiele so dieser spezifischen Art gibt es auch irgendwie einfach nicht. Ja. Nee, auf jeden. So Spiele, die genauso sind. Also ich finde zum Beispiel Nidhogg ist auch so ein Ding, was irgendwie auch. Ja, wobei, ja, ich finde, aber das ist nochmal, ich finde, Overcooked hat so ein bisschen den Charakter von so einem richtig, richtig guten Mario Party Minispiel. Ja, ja, genau. Mhm. Wenn so ein Mario Party Minispiel mal richtig ausgelebt worden wäre, wenn das mal so richtig durchentwickelt worden wäre. So. Ja. Ja, irgendwie so, ich weiß nicht, so fühlt sich das so ein bisschen an. Ja, als wäre es so ein Minispiel, was man irgendwie, war es wahrscheinlich auch so als Idee, erstmal so ein Minispiel und dann, keine Ahnung. Es gibt ja auch den zweiten Teil ja jetzt inzwischen, ne? Ja. Ja. Was geil, was der irgendwie großartig anders macht. Du kannst Sachen schmeißen und so, glaube ich, in dem Spiel. Ich glaube, das ist der größte so mechanische Unterschied. Ja, aber das Schmeißen kannst du im ersten Teil, meine ich, auch schon. Ja, also auf jeden Fall die Sachen nicht in der Luft loslassen. Du kannst Sachen schmeißen. Ich glaube im zweiten Teil, das ist eine der großen Neuerungen gewesen, dass du Sachen wirklich Feature werfen kannst, dass du, glaube ich, wirklich richtig werfen kannst. Ja. Ich bin mir aber gerade auch nicht hundertprozentig sicher. So, ich habe das so irgendwie in Erinnerung. Vom Ding, der zweite Teil, du hast mehr Level und neue Ideen und sowas. Ich hatte irgendwie auch gesehen, was du meintest mit diesen Trucks zum Beispiel. Da gibt es auch so ein Level, was so ähnlich aufgebaut ist mit so Heißluftballons.
im zweiten Teil. Ja, kann gesehen. Ich mir auch witzig vorstellen. Ja, oh wo Gott. Dann auch auf einem Heißluftballon sitzen dann immer die ganze Zeit die Kunden und der fährt immer hin und her und da drauf, ja. Da ist so ein Tisch und Teller kannst du zum Beispiel nicht werfen, die musst du mal da drüber hin und her schicken. Ja, solche okay, okay, das heißt, so. Du packst den Teller auf den einen Heißluftballon und schickt er sich so mit raus. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, ansonsten, was ich natürlich auch immer noch wie ein süchtiger Spiel ist, immer noch Total War 3 Kingdoms, wo ich mich einfach total drin verloren habe. Also so krass, weil das ist für mich ist das jetzt aktuell wieder so ein Spiel wie das, was für dich RimWorld ist, so weißt du, oder was, ja. Was für mich einige der alten Total War Teile waren oder so ein paar andere Spiele, die ich halt einfach immer wieder raushole. Das merke ich jetzt schon, wie das jetzt schon so ein Spiel geworden ist, was ich auf jeden Fall. Was jetzt nicht irgendwie demnächst vorbei ist, also vielleicht ist demnächst mal irgendwie so, okay, jetzt ist mal erstmal wieder keine Lust mehr so, aber es ist immer so ein Spiel, da muss nichts Neues rauskommen irgendwie und trotzdem hast du eventuell irgendwann mal wieder Bock, das ja, zu spielen. Ja, ja. Weißt du, so einfach so ein Sonnenspiel einfach, weißt du, wo man einfach sagt, okay, das geht einfach immer irgendwie so. Ja, keine Ahnung, gibt's ja, ich weiß gar nicht, was ich da großartig jetzt erzählen soll. Also, Features hatte ich ja, glaube ich, letztes Mal nicht so ganz erwähnt. So an großartigen Features, die jetzt dazugekommen sind. Ja, du hast viel über die Kampagne letztes Mal geredet. Also so diese. Ich kann ja diesmal ein bisschen über die Schlachten reden. Was jetzt dazugekommen ist, was sie ja aus Warhammer übernommen haben, was ja dieser Fantasy-Ableger vom Vorteil, also der vorige Teil praktisch, sage ich jetzt mal so, der große Teil, den Creative Assembly rausgebracht hat, dass praktisch Lords und hier Heroes, also praktisch die Leute, die deine Armee anführen, einzelne Personen sind. So dass das, weil früher in den alten Teilen war das immer so, okay, gut, das. So ein, zum Beispiel, wenn du jetzt Medieval gespielt hast, Richard Löwenherz hat halt seine Kavallerieeinheit dabei, weißt du, das, du siehst ihn wirklich als Einheit, aber im Grunde genommen hat er immer noch seine 40 anderen Leute noch dabei. So, und jetzt in den neuesten Teilen ist es so, dass sie es wie bei Warhammer so gemacht haben, dass einzelne Leute sein können, wenn du das möchtest. Du hast immer noch die Möglichkeit, praktisch einen anderen Modus zu nehmen, wo du sagst, okay, ich will das irgendwie altmodisch spielen, so wie die alten Total War-Teile waren. Und da hast du dann praktisch wieder so deine Einheit, so mit mehreren Leuten. Und jetzt ist aber so, du hast wirklich diese einzelnen Commander auf dem Feld. Und ganz witzig ist, was sie sich überlegt haben, die haben alle praktisch Klassen. Also es gibt 5 verschiedene Klassen und anhand der Klassen können die halt auch nur ihre Einheiten rekrutieren. So. Und die Klassen sagen also zum einen aus, was du für Einheiten dahin hast. Zum Beispiel die einen sind voll auf Fernkampf spezialisiert. Das sind auch die einzigen, die sich Triebwerke und so Katapulte und so einen Scheiß holen können. Und dann hast du halt zum Beispiel aber auch die nur auf Nahkampf sind oder nur welche auf Kavallerie irgendwie und so. Und dementsprechend, wie die dann praktisch auch sind, sind die dann auch im Kampf selber. Weißt du, die einen sind mehr tankig unterwegs so. Die schickst du dann in gegnerischen Truppen rein so und halten super viel aus. Dann hast du welche, die sind darauf spezialisiert, gegnerische Lords sind auszuschalten. Dann hast du welche, die deine Einheiten buffen. Dann hast du welche, die Gegnereinheiten runterbuffen, so, also Hexen. Keine Ahnung, also da haben sie praktisch schon sich schon ein bisschen was überlegt, aber ich meinte ja auch schon letztes Mal, so viel hat sich bei den Schlachten definitiv nicht geändert. So viel super Neues ist nicht gekommen. Aber dadurch, dass die Kampagnenkarte viel, viel spannender geworden ist, sind diese Schlachten auch, fühlen sich endlich mal wieder irgendwie an, als müsstest du die fighten. Und das ist halt super nice. Weil ich hatte schon so ein paar Kämpfe so, okay, wo ich jetzt, die musste ich halt gewinnen, sonst kann ich die Kampagne nicht gewinnen. Und das weiß ich nicht, das gab schon irgendwie, hatte ich schon lange halt nicht mehr irgendwie in den Total War irgendwie. Ja. Okay, kurze Frage, du sagst gerade, dass man die kämpfen muss, kannst du auch Kämpfe nicht kämpfen, also kannst du ja auch automatisch kämpfen lassen, oder? Du warst gerade super abgehackt, man hat echt nicht viel verstanden. Wenn du die Kämpfe hast, weißt du, dann kann, du sagtest gerade, dann, dass ich da auch das Gefühl hatte, dass ich kämpfen muss, kannst du auch den Computer kämpfen lassen, oder wie, was meinst du damit? Achso, das habe ich nie erwähnt, auf jeden Fall, du kannst automatisch berechnen lassen, die Kämpfe. Du kannst ach so, oh ja, okay, also du schickst deine Armee praktisch auf eine andere Armee rauf so und merkst, okay, das gewinne ich auf jeden Fall, weil du wird dir schon so eine Wahrscheinlichkeit praktisch wird dir vom Spiel angezeigt und dann kannst du sagen, praktisch automatisch berechnen lassen. Ja. So, das geht schon ganz lange, aber das hat auch noch nie so super gut funktioniert, weil du teilweise echt das Gefühl hast, okay, der Ausgang der Schlacht, der ist total dumm und ja. Musstest dann Sachen fighten, auf die du gar keine Lust hast. So. Und das haben sie auf jeden Fall. Ich weiß auch nicht. Also das ganze Spiel fühlt sich halt einfach gut an und davon profitieren halt auch schon die Schlachten. Ich glaube, das ist, obwohl es in den Schlachten, wie gesagt, einfach sich nicht viel getan hat, wo es ja immer eigentlich so der Kern war von den Total War. Ja, aber gut, ich meine, warum muss, wenn die da quasi einen guten Groove gefunden haben? Ich meine, so viel Zeit liegt ja auch zwischen den Spielen ja immer nicht.
Ja, und das ist ja wahrscheinlich mehr so Iteration und nicht unbedingt irgendwas, wo die was komplett Neues sich haben immer einfallen lassen müssen, ne? Also so, im Vorfeld waren einige, und da war ich auch gehört dazu, eigentlich so ein bisschen enttäuscht, dass sich halt nicht viel tut bei den Schlachten, weil das, so wie sie es jetzt machen, das ist so seit 3-4 Spielen so ungefähr. Mhm. So wie sie das anordnen, so wie eine Schlacht abläuft, wie die Beats da sind, weißt du? Ja. Und da würde man sich schon freuen, irgendwie auf was Neues. So. Aber dass die Kampagnenkarte halt eine Überarbeitung brauchte, das war halt sowieso drin. Und dementsprechend war es dann auch eigentlich so die riesige Überraschung, dass es dann nur die Kampagnenkarte war, die eigentlich die ganze Liebe kriegt von den, von den Entwicklern so. Und das davon profitiert halt auch schon das, was schon immer irgendwie funktioniert, und zwar die Schlachten so. Weißt du, das geht dann einfach so irgendwie in einher. Ja, keine Ahnung. Also so, das Spiel, es ist, überrascht mich einfach immer noch, dass ich kann anfangen und ich kann praktisch nicht aufhören. So, weißt du, so, ich fange an und dann denke ich so, ach komm, ich spiele nur eine halbe Stunde oder ich spiele nur eine Stunde, so, ich weiß ganz genau, wo ich gerade in der Kampagne bin und so. Und dann, keine Ahnung, plötzlich sind 2 Stunden später und ich denke, okay, fuck, Alter, jetzt hör auf, Mann, es reicht langsam. Und es ist immer noch spannend und das finde ich so krass. Also es ist einfach, jetzt bin ich gerade in so einer Kampagne, wo ich so super die Rebellen spiele, weißt du, so, es gab irgendwie die gelben Turbane zu der Zeit, das ist so ein Bauernaufstand. Das ist auch praktisch dieser erste DLC, der praktisch als Vorbesteller mit dabei war, was ich letztes Mal erzählt habe, was du auch innerhalb der ersten Woche noch gekriegt hast, wenn du das Spiel gekauft hast. Und Alter Spiel, das war so schwer, weil, wie gesagt, dadurch, dass das Spiel halt nicht so im Early Game stattfindet, es fühlt sich gerade immer das Early Game einfach so nur noch Überleben an. Und bei denen ist das so komplett auf die Spitze getrieben. Ich habe mit denen reingestartet und ich habe einmal komplett mein Startgebiet mit meinem Hauptgegner getauscht. Weißt du, der hat alle meine Städte, die mir gehörten, hat er jetzt, und ich habe alle seine Städte, die ihm gehörten. Weißt du, einfach mal ein bisschen geswitcht. So. Und ich weiß nicht. Und dann habe ich so die ersten 50 bis 100 Runden habe ich dann so überstanden. Einfach echt nur geguckt, okay, ich darf einfach nur nicht vernichtet werden. Das ist mein einziges Ziel. So, und dann habe ich es aber echt jetzt auch langsam geschafft, mit denen immer höher zu kommen. Und jetzt ist praktisch die Situation, weil dadurch, dass es die gelben Turbane sind, und die gelben Turbane sind auch noch so eine Religionsfraktion, ich kann mir jetzt wohl demnächst irgendwann entscheiden, wer Kaiser wird. Und den unterstütze ich dann praktisch im Kampf gegen die anderen drei. Oder anderen beiden Kaiser, die sich praktisch zum Kaiser erheben. Also so, wo du schon wieder so denkst, oh Gott, das ganze Endgame fängt gerade erst an. Und ich habe schon irgendwie schon wieder für die Kampagne schon wieder 10, 15 Stunden gespielt. So. Ja. Also man merkt es, glaube ich, noch, ich bin da echt noch. Du bist hellauf begeistert immer noch. Ja. Hellauf begeistert. Also so, wenn mich irgendwas von dieser ganzen Vertragsscheiße und so ablenkt, dann ist es das, Alter. Werde ich doch mal schön mal ins eine China rein ein paar Leute irgendwie massakrieren. Das hilft auf jeden Fall. Ist immer gut. Das ist immer gut. wenn ich da ein bisschen Auflockerung brauche, spiele ich noch ein bisschen Overcock. Ficker, Alter. Bitte mit der Gamer rüber. Damit kannst du doch den Podcast nicht unterbrechen jetzt. Doch. Ich glaube, das ist zum Wunder aller. Ja. Primär deinem persönlichen Wohl. Da gucken auch mehr Leute im Videopodcast, glaube ich. Wenn ich mal ein paar Mal auf das eine gepfeffert kriege. Ja. Immer so ein langer Arm. Hinten da durch die Wand durch am besten. Wo Miller auch nur an so einer Schnur zieht und kriegt ich baller richtig durch die Tür. Ist nicht hinter dir, ist das nicht der Durchbruch zu Miller hinter dir? Das Ding? Kannst du da nicht mal mit deiner Faust mal durchprügeln und dann Michi so ein bisschen ziehen? Ah, geil. Ja, sollen wir ein bisschen über die News reden? Ja. Ich glaube, wie jedes Mal fangen wir wieder an mit den neuen PS Plus und Xbox Live Gold Spielen. Dieses Mal gibt es keine Game Pass Spiele. Ich denke mal, hatten wir auch gerade erst vor anderthalb Wochen, glaube ich. Und ich gehe mal stark davon aus, dass bestimmt am Wochenende zur E3 wahrscheinlich wieder ein ganzer Schub nochmal nachkommen wird. Batzen. Ein ganzer Batzen. Auf der Xbox sind das auf jeden Fall für die Xbox One NHL 2019 und Rivals of Aether. Und für die Xbox 360 und dann abwärtskompatibel sind das einmal Portal und Earth Defense Force 2017. Ich habe das Gefühl, mittlerweile müsste jedes Earth Defense Force Spiel, glaube ich, umsonst bei Xbox Live Gold gewesen sein, oder? Ja. Oder fühlt sich das nur so an? Irgendwie, ich habe das Gefühl, wir haben das schon super oft dabei. Es wundert mich einfach immer noch, dass es diese Reihe immer noch gibt, irgendwie. Als ja, es ist halt, ich glaube, das ist. Es ist ein winziges Ding. Ja, und wenn man sich die Spiele anguckt, würde ich mutmaßen, dass die auch nicht so teuer sind zu machen. Nee, auf jeden. Ich glaube, die benutzen eigentlich immer 90% des vorigen Spiels. Und 10% sind dann Features, die sie vor 5 Spielen drin hatten, so ungefähr. Und die Grafik so ein bisschen aufpoliert und dann war es das. Ja, was sagt ihr so allgemein zu dem Line-Up?
Eine Frage gerade mal zu Portal. Das ist Portal Still Alive. Das ist, glaube ich, nicht der erste normale Standard-Portal-Teil, oder? Ich glaube schon. Ja, heißt das einfach bloß Still Alive auf der Xbox? Ich glaube, das ist der Vorbild von dem Spiel. Okay. Ich habe gerade mal die Stoppage. Da sind 14 zusätzliche Rätsel im Vergleich zum. Ja, okay. Es gibt auch nur für die Xbox 360 tatsächlich. Ja, ist quasi mit dem DLC in Anführungsstrichen. Ja. Es soll ja so ein Portal-Shooter, habe ich letztens irgendwo gesehen, noch kommen, ne? Ich habe den schon gespielt. Leider war die Lobby quasi leer. Splitgate heißt das Spiel. Hätte ich es richtig gespielt, hätte ich auch drüber geschnackt. Ja. Aber du weißt, was ich meine, wo du einfach so. Ja, das Splitgate heißt das Spiel. Portal. Ja, ja, genau. Das ist umsonst auf der PC. Es ist quasi Halo mit Portal gemischt. Ja, Vom Gameplay her. Ja. Ist echt ganz witzig gewesen, aber ich hatte, wie gesagt, ich habe 5 Minuten. Ja, wenn du keine Lobby hast, dann kannst du ja auch nichts sagen. Deswegen wollte ich da jetzt nichts groß zu sagen. Sonst, ich weiß nicht wie. NHL finde ich ganz nice auch eigentlich. Auch gerade 19, weil das ist jetzt gegen Herbst kommen, glaube ich, immer die neuen Teile raus. Was ich glaube, NHL kommt, glaube ich, erst im Frühjahr wieder raus. Ach so, okay, das heißt sogar noch länger aktuell. Warte mal. 19. Und auch, ich habe früher, ich weiß nicht mehr welchen Teil, 2002 oder sowas hatte ich, glaube ich. Im September. Auf dem PC. Also, es kommt jetzt bald raus. Ja, okay. Und das fand ich schon immer ziemlich nice. Und also so mal wieder ein NHL-Teil, hätte ich auch schon Interesse vom Ding her dran. Also das finde ich ganz nice, dass es da drin ist. Ja. Ich weiß, ja, ich finde, die haben quasi auf eine komische Art und Weise alles abgedeckt. So ein Sportspiel, dann ein Kampfspiel, ein Rätselspiel und einfach nur stumpfes auf Aliens schießen. Ja, auf jeden Fall. Und stumpf. So, das ist echt eine bunte Mischung. Ja. Da sollte für jeden irgendwie was dabei sein, aber nichts so richtig Gutes. Das stimmt. Ich kann mir halt vorstellen, dass sie sich das halt gesagt haben: so, okay, kein Kracher hier jetzt irgendwie dabei haben, dann lass doch irgendwie versuchen, zumindest ein bisschen was abzudecken an Interessen. Ja, das kann ich mir auch echt gut vorstellen. Kann ja auch nicht jeder Monat irgendwie ein Krachermonat sein. Ja. Ich hatte das Gefühl, bei der Xbox waren jetzt schon lange kein richtiger Krachermonat mehr dabei. Da sind die Krachermonate eher im Game Pass drin. Ne? Ja. Vielleicht das ist auf jeden Fall das, worauf sie sich mehr fokussieren, habe ich auf jeden Fall das Gefühl. Ja, einmal das Game Pass-Fokus und jetzt gerade durch die E3, vielleicht wollen sie da auch. Das kann sind auch das echt die kleinen sein, Marketing-Strategien, wo man sich sagt, so, okay, wenn wir jetzt nichts super Krasses da rausbringen, dann rückt der Fokus mehr auf unsere Pressekonferenz, wenn wir danach wieder was raushauen, dann geht's weiter mit Microsoft ist geil, Microsoft ist super. Ja. Keine Ahnung. Ja. Ja, und für die PlayStation sind ab morgen dann auch verfügbar Borderlands, The Handsome Collection und Sonic Mania. Alter, das wiederum. Sonic Mania ist das. Sonic Mania ist das von vor, ich glaube, 2 Jahren oder so. Ist, im Stil der wirklich ganz alten Sonic-Spiele. Ja, also für Genesis oder bei uns Mega Drive oder Sonic CD. Ja, genau, so wie ich es auch damals gespielt habe. Und das Witzige daran ist, dass die Entwickler davon bestehen zum großen Teil aus Leuten, die so Fansonic-Spiele quasi zwischendurch gemacht haben. Ach, das also war das, ja. Amateure, sag ich mal so. Das sind schon richtige Entwickler, aber das sind quasi Leute, die sich in der Szene einen Namen damit gemacht haben, dass sie bessere Sonic-Spiele in der Zwischenzeit gemacht haben, als die Leute, die wirklich Sonic-Spiele gemacht haben. Und die haben dann quasi die Möglichkeit gekriegt, ein tatsächliches Spiel zu machen. Und das hat ja auch hammergute Bewertungen überall bekommen, also. Weil die halt auch die Essenz einfach der Sonic-Spiele auch einfach verstanden haben, im Gegensatz zu den Sonic-Machern. Ja, und Handsome Collection, gerade mit Borderlands 3, finde ich ein ganz echt gutes Timing eigentlich. Also. Ja, wenn man halt ein bisschen das nutzen möchte, praktisch den Hype, der jetzt in Borderlands entsteht, dann macht das Sinn. Ja, es ist allgemein, ich finde, ist zwar immer noch, finde ich, super schade, dass es nur 2 Spiele sind. Zumal jetzt ja auch gerade wieder bekannt gegeben wurde, dass im Herbst der Preis für PS Plus sich wieder überall erhöht. Ja. Schnell nochmal ein paar Karten kaufen. Ja, also es erhöht sich nur der Preis für einen einzelnen Monat hier in Europa. Ach so. Ja, okay. Nicht für die anderen Preisstaffelungen. Aber trotzdem ist es irgendwie, finde ich, es ist ganz schön mau, dass sie den Preis überall anreißen und im Prinzip nichts Besseres anbieten und so. Ich hatte ja Dauntless runtergeladen und die Geschwindigkeiten vom PlayStation Network jetzt gerade im Vergleich zu, sei es Epic oder Steam oder irgendwas anderes, sind echt erbärmlich. Also. Ja.
Ja, Dauntless hat bei mir auch heftig lange gedauert. Das ist ein Trauerspiel, also. Wir haben eine 400K-Leitung, also eigentlich kann das ja nicht sein. Das sollte nie der Fall sein, eigentlich. Ja. Ja, dann kommen wir doch mal zu den regulären News. Letzte Woche haben wir ja darüber gesprochen, dass eine Nintendo Direct spezifisch für Pokémon-Spiele angekündigt wurde. Und wir haben ja eigentlich alle drei gemutmaßt, dass es sich dabei vermutlich um irgendwas handelt, wo es was mit Schwert und Schild zu tun hat. Das war absolut überhaupt gar nicht der Fall. Erstmal vorneweg wurde gleich gesagt, okay, es wird aber noch eine Direct zu Schwert und Schild geben. Die findet jetzt am 6. statt. Übermorgen, ich glaube um. Oder am 5. findet die da statt, oder? Bei uns dann am 6. oder? Bei uns am 6. und ich glaube von der Uhrzeit her ist es bei uns um 1 oder so. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. 1 oder um 3? 1 oder 3. Ja. Also es gab in dieser Direct gar nichts zu den sagen wir, relevanten Pokémon-Spielen, die jetzt dieses Jahr noch für die Switch kommen. Dafür wurden massig andere Dinge angekündigt. Das eine davon ist Pokémon Home gewesen. Das soll so eine Cloud-Plattform sein, die alle aktuellen Pokémon-Spiele, also Pokémon Go und dann Schwert und Schild, die jetzt rauskommen, so eine Art Bank darstellen. Also bei denen du alle Pokémon, die du in den anderen Spielen bekommen hast, kannst du dort lagern und dann auch in den anderen Spielen darauf zugreifen. Zumindest so, also nicht in allen Spielen. Du kannst quasi aus Pokémon Go den Nintendo 3DS spielen, aus den hier Let's Go Pikachu und Let's Go Eevee, kannst du alle Sachen dort reinpacken. Und dann im Herbst, wenn das Pokémon Schwert und Schild rauskommt, kannst du die Pokémon, die du dort quasi gesammelt hast, dann auf dein Schwert und Schild-Account Spiel ziehen. Das heißt, du kannst schon irgendwo die Pokémon praktisch schon vorbereiten, die du dann schon hast fürs nächste Spiel. Ja, ich weiß natürlich nicht, wie das mit Leveln und so im Blödsinn dann aussieht, ne? Das wird man dann sehen, aber zumindest, dass du die Möglichkeit hast, sag mal, für die Sammelfanatiker, wovon es ja doch wahrscheinlich unter Pokémon-Fans den einen oder anderen gibt, ist das wahrscheinlich genau das Richtige, dass die gleich schon mal die Möglichkeit haben, alles gleich. Bereite schon mal meine Bibliothek an Pokémon im Endeffekt jetzt schon mal vor. Ja, Witzige Idee, komische Ankündigung. Ey, aber da gibt es doch was Kümmerliches. Da kommen noch deutlich merkwürdige. Das wollte ich mir für den Schluss aufheben, weil das ist. Ich habe immer noch nicht genau verstanden, was es ist. Die andere Sache, die angekündigt wurde, war ein neues Handyspiel, Pokémon Masters. Das ist irgendwie ein 3 gegen 3 Pokémon-Kampfspiel. Sieht ein bisschen aus wie diese Star Wars- oder Marvel-Spiele, die es fürs Handy auch gibt, weißt du, wo du irgendwelche Figuren sammelst und du lässt die gegen Computer und gegen andere Menschen kämpfen. Ja, genau. Das sieht total banal aus. Also sieht überhaupt nicht nach nichts Besonderem aus. Das ist vermutlich so ein Cookie-Cutter-Pokémon-Spiel in dem Sinne. Ja, genau. Und dann kam die merkwürdigste Sache, Pokémon Sleep. Entertainment beim Schlafen, das ist immer ganz, ganz wichtig. Ich weiß nicht genau, ob ich verstanden habe, was das ist. Also du hast diese App und es gibt dazu irgendwie so ein Accessoire, das heißt Pokémon Go Plus oder so, das packst du auf deinen Nachttisch oder irgendwo in der Nähe. Und wenn du schläfst, dann passiert irgendwas mit dem Pokémon, die du gesammelt hast? Oder so? Ich bin mir wirklich nicht so hundertprozentig sicher. Ich finde, es hört sich an wie so ein ganz typisches Browser-Game, wo das Spiel weiterläuft, wenn du nicht da bist, weißt du, so dementsprechend Pokémon Sleep, du kannst ja währenddessen schlafen. So würde ich es mir erklären. Nein, ich glaube, du musst schlafen, sonst passiert nichts. Ja, ich weiß, weil du hast ja diesen Effekt, dass es sich das auslöst, erst wenn du wieder aufwachst. So, ich glaube nicht, dass es so wie so ein Klicker ist, der einfach immer im Hintergrund läuft, sondern du musst aktiv schlafen, damit irgendwas passiert. Ich meine, welcher Mensch hat eigentlich nicht irgendwie bisschen mal hin und wieder Schlafprobleme, ne? Wenn du dann auch noch anfängst, dir den Druck zu machen, ich muss jetzt auch schlafen, nicht nur wegen Arbeit, Familie und Leben, sondern auch noch wegen Pokémon, damit das auch noch läuft. Ich meine, wie viel Druck will man sich selber eigentlich noch unbedingt machen? Aber mal ohne Scheiß. Meine Theorie ist eher, dass in 100 Jahren werden die Leute darüber reden, wie die Pokémon Company es geschafft hat, unsere Gesellschaft gesund zu halten. Nicht nur haben sie Abermillionen an Menschen dazu gebracht, mal wieder ein bisschen draußen in der Gegend rumzulaufen mit Pokémon Go, jetzt haben sie auch noch einen Weg gefunden, wie sie uns zu ordentlichem Schlaf wiederbringen. Also, ich glaube, da steckt mehr hinter. Das Ding ist ich glaube, es ist auch bösartiger, das Ganze, so wie ich auch wie ich das verstanden habe, dieses Go-Plus-Ding, das legst du dir ins Bett richtig mit rein. Weil das ich glaube, Lebensbett stand da oder so. Ins Bett richtig, weil das ist so ein Teil, was trackt, wann du schläfst genau.
Ja. Das kannst du ja mit deinen Handys mit bestimmten Apps auch schon machen, dass du das mit ins Bett legst und dann anhand, wie du dich im Bett bewegst, errechnet sie, wann deine Tiefschlafphase und so eine Scheiße ist. Ich glaube, die wollen einfach bloß wissen, wann die Leute schlafen, weil die planen irgendwas ganz Großes. Ja. Das ging mit Pokémon Go ja, los. Da wollten sie ausprobieren, wie bereit sind die Leute, so und so weit zu gehen für bestimmte Scheiße, für Pixel. Ja, ja. Jetzt wollen sie gucken, wie lange schlafen die Leute. Die planen irgendwas ganz Großes. Ja, ja. Ich sag, die wollen die Welt retten. Ja. Ich sage Weltherrschaft. Die wollen, dass wir uns mehr bewegen und mehr schlafen. Das scheint mir beides relativ. Crab people. Das ist meine Antwort. Ja, ich glaube, viel mehr kann man dazu auch eigentlich nicht sagen. Nee, man, ja, irgendwas Merkwürdiges. Wir müssen schlafen, sonst passiert nichts. Das ist. Das bist du, erst dann bist du Pokémon-Trainer. Ich frage mich, merkwürdig, wie das denn ablaufen wird, weil man kennt es ja früher noch von WoW, so die ganzen Farmer, gerade im asiatischen Bereich, die Gold erfarmt haben. Gibt es dann auch die Schlaffarmer, die für dich sich ja mit dem Teil ins Bett legen, damit deine Pokémon ausgeruht sind? Brauchst du nicht schlafen, du kannst weiter Pokémon Go spielen, wenn irgendwo in China ein Typ für dich im Bett liegt und schläft. Platz 1 ist irgendjemand, der in einem Langzeitkoma liegt. Und er hat einfach nur so eine Ash Ketchum-Mütze auf. Ja. 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 Da kannst du nicht mithalten. Der hat gewonnen. Getrackt. Ja. Ja. Es gibt tatsächlich noch eine weitere Pokémon-News. Und zwar wurde auch angekündigt, dass es passend zu dem Kinofilm, der ja gerade läuft, ein Detective Pikachu-Spiel für die Nintendo Switch rauskommt. Was ich mir irgendwie so gar nicht vorstellen kann. Naja, es gibt ja schon eins. Aber das ist hier, glaube ich, ja, in Europa nie rausgekommen. Ja, darauf basiert ja auch irgendwo auch der Film irgendwie, ne? Ja, ich glaube, ich bin mir nicht mehr richtig sicher, aber ich glaube, die gehen so ein bisschen in Richtung Professor Layton oder so, die Spiele. Ja, genau, du musst immer so kleine Rätsel lösen wahrscheinlich zwischendurch und dann. Ja, ich weiß es auch nicht genau, es ist schon ewig her, dass ich mir das mal angeguckt habe. Und dann wahrscheinlich noch in so ein Pokémon-Setting. Ist auf jeden Fall, finde ich, passt ja jetzt ganz gut, dass sie sich da ein bisschen, sag mal, das versuchen, das meiste draus zu machen. Irgendwer von euch den Film geguckt? Noch nicht, nein. Ich auch nicht. Ich selber gehört, das soll eigentlich ganz witzig sein. Also, ich habe auch mega Bock drauf, aber. Muss ja man halt für ins Kino so, ne? Und das muss halt auch nicht ja sein. Ja, und dann ist wieder die O-Ton-Sache mit einer Vorstellung hier. Und das ist, finde ich, auch das größte Problem. Blu-ray also, Ryan Reynolds, einfach. Muss ja, ja. Den würdest du schon gern hören, dann auch, ne? Den Synchron. Also, ich habe gerade jetzt mich geguckt, weil ich wollte vielleicht noch Endgame doch noch im Kino gucken, aber der läuft auch schon gar nicht mehr im O-Ton. Ja, die O-Ton-Vorstellungen momentan sind. Ja. Rocketman soll auch richtig geil sein. Also dürfen wir jetzt auch nicht zu weit abdriften hier. Alles gut. Ja, ist auch die letzte, sag mal, Pokémon-News jetzt für die Woche gewesen. Nächste Woche werden wir bestimmt wieder ein, zwei Sachen dazu sagen können. Aber dann ist auch E3, das wird ja wahrscheinlich vielleicht sogar ein bisschen untergehen. Mal sehen. Mm, ja. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Schwert und Schild, so eins von den einzigen. Ey, ich hätte mal wieder, wenn ich dann eine Switch hab, Alter, und dann wäre Schwert und Schild wahrscheinlich so wie das Pokémon, weil, ich meine, du hattest ja bei mir, als du bei mir einmal auch warst, Jens, das Pokémon-Spiel auch angeschmissen. Ja. Und wird das jetzt das Aktuellste, sag ich jetzt mal, was ja eigentlich auch gar nicht so ein richtig offizieller nächster Teil von Pokémon ist. Eine abgespeckte Version, hätte ich jetzt auch so. Genau. So, und das war auch das Ding, also so daran hätte ich selber jetzt nicht so Interesse, weil es halt recht simpel wirkte so. Und ich hätte halt mal wieder Bock auf so ein. Und ich glaube, das haben sie ja auch gesagt über Schwert und Schild, das soll ja ein reines RPG wieder werden. Das ist ja so. Genau. Und das sagt ja schon einiges darüber aus, worauf es praktisch hinauslaufen wird, dass es so ein bisschen tiefer gehen wird, das Ganze wieder. Und das hoffentlich ein bisschen Schwierigkeitsgrad hat und so. Ja, ich finde, Schwierigkeitsgrad in Pokémon-Spielen ist immer so eine Sache, weil der. Muss halt grinden dann immer. Ist noch nie wirklich vorhanden gewesen, wenn du nicht versuchst, quasi einfach nur durchs Spiel zu rauschen. Ja, genau. Wenn du Zeit hast, kannst du dir das Pokémon-Spiel durchspielen. Ja. Das ist schon so. Aber das muss halt auch ein bisschen Zeit kosten, komischerweise, weil du willst es trainieren. Genau. Schwierigkeitsgrad kann da halt entstehen, wenn du gegen Freunde und sowas nachher dich duellierst, Antritt. Sag ich mal. So, dann wird es alles aber so fürs normale Spiel kommt man eigentlich auch so durch, ne? Ja. 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 Ich glaube, wir befinden uns jetzt quasi wirklich, wie man merkt, ziemlich in der letzten Vorbereitung zur E3. Eine Sache, mit der wir auch, glaube ich, alle drei so ein bisschen schon gerechnet haben, aber so eine hundertprozentig sichere Sache war es ja nicht, ist das Avengers-Spiel von Crystal Dynamics gewesen. Und da haben sie jetzt zumindest schon mal im Voraus bestätigt, dass es auf jeden Fall mit dabei sein wird. Ja, das finde ich super nice, weil diesen Teaser gibt es schon seit 2 Jahren. Da hatten wir schon gewagte Wetten für die letzte E3, dass da schon was kommt.
gar nichts gekommen ist, ja, leider. Also, ich bin mal gespannt. Wir hatten ja auch schon, Jens und ich hatten ja schon vor dem Podcast schon kurz drüber geschnackt, was unsere Vermutung ist, wie es laufen wird. Und du sagtest ja auch schon, dass es so ein bisschen die Vermutung gibt, dass es ja vielleicht schon im selben Universum spielt, dass es aber nicht unbedingt so ein Superhelden-Spiel also, sein wird. Ich stell's mir ein bisschen so vor, dass du spielst irgendeinen, sag mal, Shield-Agenten oder sowas. Und du hast aber zwischendurch Missionen mit den Avengers. Und vielleicht spielst du die auch mal irgendwann zwischendurch. Aber ich glaube nicht, dass du quasi das ganze Spiel über nur die spielst. Es ist also so, wo ich da nämlich auch die Schwierigkeit sehen würde bei so einem Avengers-Spiel, da müsstest du ja wie, ich muss das kurz mal vergleichen mit sowas wie Monster Hunter, weil da muss sich ja jeder Held muss sich ja komplett anders anfühlen, wie bei Monster Hunter, jede Waffe sich ja komplett anders anfühlt. So. Weil du kannst ja, Iron Man funktioniert ja nun mal ganz anders auf dem Schlachtfeld als Captain America oder als eine Black Widow oder so. Die haben ja alle ganz eigene Fähigkeiten, woraus du ja eigentlich jedes Mal ein eigenes Spiel machen könntest. Und deswegen, also so dieses, was du dir überlegt hast, so das ist so, könnte ich mir halt auch eher vorstellen, dass die so den Rahmen halt irgendwie von den Universum nutzen und vielleicht hast du dann mal so wie so bei so einem Star Wars Battlefront kannst du dann einmal die besonderen Charaktere spielen so, weil du die irgendwie für die Mission hast oder so, aber ansonsten hast du halt eigentlich dieses Grundspiel, wo du halt einfach nur diese eine Sache machst und das ist dann wahrscheinlich... Das Ding, was ich befürchte, ist, dass es irgendwie Games as a Service sein wird. Das wird, glaube ich, irgendwie Richtung Division, Anthem, sowas, so in die Richtung quasi gehen. Das hoffe ich ja nun unbedingt nicht. Weil kann ich mir aber echt verdammt gut vorstellen. Also gerade, weil die IP einfach so wertvoll ist, dass die schon, glaube ich, so ein bisschen dieses Spielprinzip auch tragen kann. Wenn du dir ja wirklich deinen eigenen Charakter machst und du hast dann, weißt du, dann kommt irgendwann mal, wenn irgendwelche Kinofilme rauskommen, kommt dann das, keine Ahnung, die Spider-Man-Expansion raus und dann machst du ein paar Missionen quasi mit ihm und so ein Kram. Also das kann ich mir schon irgendwie vorstellen, dass das, das macht halt auch irgendwie ein bisschen Sinn. Ja, doch, ich weiß, was du meinst. Ja, doch, doch. Auch wenn ich es mir auch nicht wünschen würde. Ich würde es geil finden, wenn man wirklich ein Spiel hätte, wo man die Avengers selber spielt. Ja, genau, Singleplayer und du kannst einfach durchballern. Ja. Naja. Ja, mal schauen. Wir werden auf der Square Enix-Konferenz mehr dazu. Hab ich schon wieder vergessen. Wann auch immer die Square Enix-Konferenz ist, ich kann es ja nochmal einmal hier schnell nachgucken. Am 11. Ich glaub, es ist am Dienstag, 11. um 3 Uhr nachts, glaube ich, ist die. Ja, ist Dienstag. Ja. Eine Sache, die nicht auf T3 sein wird, ist Need for Speed. Und zwar hat EA jetzt allgemein schon mal bekannt gegeben, wie deren Plan so insgesamt aussieht. Die sind ja schon am Samstag dran, halten keine Konferenz und haben quasi einfach nur jetzt so ein Timetable veröffentlicht, wann welche Spiele gezeigt werden. Es ist wie zu erwarten unglaublich viel Sports und am Anfang eine Menge Star Wars. Und kein Endfilm. Kein Anthem, das ist auch nochmal tatsächlich. Ist auf jeden Fall eine größere News eigentlich, als dass kein Need for Speed da sein wird. Ja, genau. Was bei Need for Speed interessant ist, ist, dass sie gesagt haben, dass das Spiel trotzdem dieses Jahr noch rauskommt. Genau, das ist also so, ich denke mal, die gehen einfach safe davon aus, dass sie da keine großartige Ankündigung mehr brauchen, stelle ich mir jetzt gerade mal so vor. Aber wir wissen doch gar nicht, was für ein Spiel das ist. Nee, auf jeden. Aber vielleicht denken sie sich, okay, das kriegen wir in 3 Monaten, bevor es rauskommt, irgendwie da noch hin. Ich finde es super komisch. Es ist halt komisch. Ja, EA ist halt auch ein komischer Verein. Wenn es halt auch schon wenn es jetzt dieses Jahr noch rauskommt, dann wäre halt die E3-Ankündigung vielleicht doch eher, hätte letztes Jahr sein sollen schon, sage ich mal. Mindestens dann dieses Jahr. Das ist halt auch, also wenn, dann müsste es so sein, so von wegen, ja, hier ist jetzt Need for Speed und ab jetzt könnt ihr spielen, aber zu sagen auf der E3, ja, hier ist unser Need for Speed und es wird in 1 Monat rauskommen, ist auch irgendwie komisch, wenn das die ersten richtigen großen News sind, finde ich. Ja, aber gerade wenn die so keine Konferenz haben, sondern so ein Livestream, dann könnten sie ja wirklich einfach, hey, das hier sind jetzt 2 Stunden, in denen wir euch so richtig die wichtigsten Infos zu dem Spiel raushauen. Ja. So, ich weiß nicht, ich finde es irgendwie merkwürdig. So. Ja. So ein bisschen diese Katze im Sack, weißt du, die hauen irgendwie 2 Wochen bevor das Spiel rauskommt einen Trailer aus, hey, ist das neue Need for Speed, der Trailer sieht hervorragend aus und dann kriegst du irgendein Mülleimer-Spiel davor gelegt, also. Vielleicht wissen sie aber auch schon, dass es ein Mülleimer-Spiel ist und denken sich jetzt, wenn wir jetzt noch irgendwelche News raushauen, dann springen die Leute ab, lass die mal alle schön vorbestellen. Ich glaube, ihr weiß einfach gar nicht mehr, was sie tun, weil die so viel einfach schon auf die Fresse bekommen haben, verbal im Internet von so vielen Leuten. Also mal ganz im Ernst. Und dass M-Film halt nicht dabei ist, dass das nicht gezeigt wird, das finde ich halt, das sagt auch einiges darüber aus, dass sie gerade echt sich zurechtfinden müssen, irgendwie, was sie überhaupt zeigen wollen. Ja, zu M-Film ist ja noch eine andere Sache, das hattest du ja heute Morgen auch nochmal angemerkt, dass die auf der Roadmap die ganzen Veröffentlichungsdaten rausgenommen haben.
Ja, genau. Um praktisch dann auch sich nicht irgendwie in irgendwelche Deadlines irgendwie reinflüchten zu müssen oder reingezwungen zu werden. Das ist extrem kurios. Hast du, war auch letztens ein Livestream, der war ja auch noch über Anthem, wo sie dann praktisch, die Cataclysms kamen ja jetzt raus so. Die wurden ja schon damals bei diesen phänomenalen E3 Teaser-Trailer gezeigt, wo du dann am Horizont diese riesigen Stürme gesehen hast und dachtest, okay, was ist das für ein geiler Scheiß? Hat sich jetzt nachher herausgestellt, dass es total flach und total scheiße ist, weil das sind wohl einfach nur so Events, wo du einfach, da fährst du hin, es ist so eine ganz, da haben sie extra eine ganz neue Welt mitgemacht, das ganze Event läuft aber irgendwie auch nur einen Monat oder anderthalb und in diesen Events ist halt so, du kommst auf irgendeine Map dann rauf so. Und da clearst du dann einfach so lange einfach Gegnerwellen, bis du stirbst. So. Ja. Und so weiter du kommst, umso mehr Loot kriegst du. So. Das ist wohl das ganze System hinter diesen Cataclysms, die große Neuerung sein sollen. Und das ist so geil. Das ist das erste Content-Ding, was jetzt rauskommt seit der Veröffentlichung. Das erste richtig große Content-Ding. Und das gibt's nur für anderthalb Monate. Und dann ist es raus. Dann gibt's das. Dann ist das ganze Ding wieder weg. Also so, das ist so, als wenn die so. Ja, als wenn die so gar nicht wissen, was auch deren Konsumenten wollen. Weil, weißt du, so alle beschweren sich, dass in diesen Spielen nichts zu tun ist und dann bringen die was raus, was in anderthalb Monaten wieder weg ist. So. Ja. Das ist echt alles. Das ist irgendwie alles. Ich weiß nicht, was die da machen. Nee. Also, das war Deutsch. Ich weiß einfach nicht, was die da machen. Ich wette, da ist ein Anzugträger hinter, der nicht viel zockt, der viel analysiert und der sich dann sagt, okay, wenn wir denen eine zeitliche Frist geben, dann springen mehr Leute dazu, weil dann wollen die das schnell alles machen. Ja. Damit geht das aber auch so krass, weil genau deswegen hast du auch vollkommen recht, weil was nämlich auch eine andere Entscheidung ist, die getroffen haben zu diesen Cataclysms, ist, dass jedes bisschen Loot, das du kriegst, ist 5 Level über ein Standard-Loot. Das heißt, du willst auf jeden Fall nur dieses Cataclysm-Scheißzeug machen. Ja. So von wegen so, und das macht ja auch alles andere, was du in dieser in Anthem machen kannst, macht das ja obsolet. Das ist ja völlig. Mhm. Weil einfach, du kriegst automatisch immer 5 Level höher als alles andere, was du tust. Also. Ich bin mir immer noch nicht sicher, dass das nicht eventuell das Ende von BioWare ist. Das was ist? Dass das das Ende von BioWare ist. Ja. Ja. Das ist echt nicht undenkbar, glaube ich. Nee. Ja. Also, naja. Mal sehen. Ich will es nicht hoffen, aber es ist, ja. Eine Sache, die die Woche über angekündigt wird, über die ich mich wirklich tatsächlich extrem dolle freue, ist Game Pass für PC. Das, was wir auch schon ganz lange im Gespräch haben. Ne? Da haben wir schon häufiger mal drüber philosophiert, wie wollen die das wohl machen und wie genau sieht das aus. Es ist ein bisschen schade, wir sind nicht wirklich viel schlauer geworden, außer dass wir jetzt wissen, dass es das gibt und dass wir mehr auf der E3-Konferenz von Microsoft, also am Sonntag, dazu erfahren werden. Ja. Grundsätzlich ist es aber irgendwie so, also eine Sache, die mich schon mal gleich von vornherein gestört hat, ist, dass sie es wirklich Game Pass für PC nennen. Was für mich ein bisschen impliziert, dass das zwei separate Abos sind. Ja, es sollte eigentlich sowieso das Gleiche sein. Also nicht unbedingt das Gleiche, weil es ist ja gar nicht unbedingt möglich, wegen es bestimmte Spiele gibt es nicht für die andere Plattform und ich wette, mit dir Lizenzen für Spiele zu kriegen, sind bestimmt unterschiedlich, je nachdem, auf welcher Plattform die sind und so weiter. Aber es wäre trotzdem cool, dass wenn du jetzt jemand bist, hey, ich habe einen PC und ich habe eine Xbox One, dass du ein einziges Abo abschließt und du profitierst von beiden Katalogen. Ja, ja. Was ja nicht der Fall zu sein scheint, so wie ich das jetzt verstehe. Game Pass for PC. Es ist, glaube ich, eine komplett separate Sache. So, ja. Zu den paar Infos, die sie bekannt gegeben haben, es wird wohl so sein, dass zum Release über 100 Spiele dazu rauskommen sollen. Von, ich glaube, bis zu 75 Entwicklern. Also wahrscheinlich doch eine echt große Bandbreite. So ein paar Namen haben sie auch schon genannt. Bethesda, Deep Silver, Devolver, Paradox, Sega und dann die Xbox Game Studios. Also dazu gehören dann ja zum Beispiel auch Obsidian. Ja. Also ich sag mal, es liegt wahrscheinlich nahe, dass du beide Pillars of Eternity-Spiele vermutlich spielen kannst auf dem. Und das für einen 10er im Monat oder so, ne? Ich glaube 15 ist das regulär. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ist es ein 10. Es wird auf jeden Fall langsam so ein Angebot, wo. Mal sehen, was jetzt die ganzen Spiele auch wirklich sind, die jetzt da, diese 100 Spiele, die jetzt rauskommen. Ja. Aber es ist so ein Angebot, das ist sehr interessant. Wirklich ja, würde ich, finde ich auch. Ja. Also gerade auch als für Leute, die jetzt nicht vielleicht unbedingt super interessiert daran sind, immer das Aktuellste zu spielen, was gerade frisch gereleased wurde. Und selbst das hast du ja in einem gewissen Rahmen ja immer noch bei Game Pass mit dabei. Ja.
dafür ist es, glaube ich, immer noch echt genial, wenn man sich auch anguckt, wie bemüht sie bei dem Game Pass für Xbox sind, mit den Titeln, die jetzt jeden Monat immer wieder oben drauf kommen. Das ist ja doch echt mittlerweile eine gigantische Bibliothek an Sachen. Ja, ja. Mal schauen, das ist tatsächlich mittlerweile jetzt eine von den Sachen, wo ich mich ziemlich drüber freue, da genauer zu erfahren. Vor allem, weil ich auch ein bisschen glaube, dass das released wird Sonntag. Dass sie, ja, schöner Schachzug so einfach, ne, einfach zu sagen. Also, die werden darüber reden und dann so, hey, ihr könnt jetzt auf die Xbox-Seite gehen und das ausprobieren. Ja. Ich find's so geil, dass du mit Microsoft echt ein Unternehmen hast, das auch richtig Bock hat, was für einen PC zu regeln. Ja, ja, die erkennen, glaube ich, dass Potenzial dahinter. Alleine, weil man muss halt noch natürlich sagen, das ist halt Microsoft, ne? Windows. Ja, auf jeden. Deswegen macht es ja auch Sinn, dass es auch gerade sie sind und nicht Sony oder Nintendo. Aber es ist, trotzdem war aber auch Microsoft auch jahrelang irgendwie dafür nicht dran interessiert, sondern einfach nur so im Gaming-Bereich, nur Xbox so. Und bloß diesen Konsolenkrieg gewinnen. Aber ich glaube, das Gefühl, der Konsolenkrieg spielt irgendwie nicht mehr ganz so eine Rolle, sondern es hat sich sowieso irgendwie schon festgelegt, wer was holt sich von den Konsolen so. Mhm. Und also jetzt bei den Konsumenten. Und dann halt auch so, okay, lieber einfach versuchen, seinen eigenen Markt einfach zu finden, anstatt einfach den gegen den anderen zu kämpfen auf irgendeinem Markt. Ja. Ja, eine Sache, die auch im Rahmen von dieser Ankündigung bekannt gegeben wurde, ist, dass die Spiele wie jetzt zum Beispiel Gears of War 5, was ja dieses Jahr auch noch rauskommt, auch auf Steam veröffentlicht wird. Ja, auf jeden. Ja. Oder ja. Halo Master Chief Collection. Die wissen ganz genau, es gibt so viele Steam-Fanboys, die sich über genau sowas freuen. Einfach nur darüber. Ja, und der Microsoft Store ist halt auch echt. Für mich geht das außerdem auch. Ja. Und der Microsoft Store ist halt echt für den Arsch, ne? Ja, der ist wirklich über. Vor allem, was die Einbindung angeht mit den Servern und so. Ich weiß noch, das ist, glaube ich, eins von den Call of Duty-Teilen der letzten Jahre ist da nämlich rausgekommen und die Server waren separat von denen mit den Leuten, die auf Steam gespielt haben. Und das haben irgendwie 17 Leute oder so gespielt. Es gab quasi eine einzige Lobby zu bestimmten Zeiten, weil quasi kein Arsch das auf dem Windows Store gekauft hat und die Leute haben sich dann auch ein bisschen darüber geärgert. Naja. Also sind alles irgendwie Schritte in die richtige Richtung. Finde ich auch. Mhm. Ja. Wir haben vorhin schon ein bisschen über Call of Duty Modern Warfare geredet, den 2019 Call of Duty Modern Warfare. dazu gab es jetzt nämlich den offiziellen, das nervt mich, das ist so nervig, warum? Dazu gab es jetzt den ersten, sag mal, Revealed-Trailer und dann dazu gab es quasi auch so ein Preview-Event für die Medien und da sind dann noch so ein paar andere Sachen bekannt gegeben worden. Was sagt ihr, habt ihr beide den Trailer gesehen? Ich glaube nicht. Oh mein Gott. Ja, ist ja einfach bloß so ein kleiner Teaser gewesen, sag ich mal, ne? Ja, so zwei Minuten oder so ist es. Was daran ganz interessant ist, ist der erste Call of Duty Teil, der wirklich auf einer komplett neuen Engine läuft. Nicht mehr Quake 3 Engine. Achso, doch, das habe ich gesehen. Okay. Was irgendwie auch ziemlich verrückt ist. Ich finde, dass man in dem Trailer es auch schon so ein bisschen sieht, was bestimmte Effekte und so angeht. Das ist doch schon. Ja, da so ein kleiner Sprung nach oben ist, gerade was Gesichter und so angeht, finde ich das relativ krass. Ja, und Koshi hat ja auch schon längere Zeit auch ein bisschen stagniert, was ja auch Grafiken so angeht, ne? Wenn ich das mal so. Ich finde, es sieht eigentlich immer relativ gut aus, aber halt nie herausragend. Ja, so, genau. Das ist so typisch Call of Duty. Es ist immer eigentlich zeitgemäß und gut. Immer Luft nach oben. Es ist definitiv, geht da auch immer noch mehr eigentlich als sie. Aber ich meine, sie wollen ja auch, dass es von möglichst vielen Leuten noch gespielt wird. Also eine Sache, bei der ich echt gespannt bin, weil ich von in ein, zwei Podcasts und Videos von Leuten, die auf diesem Preview-Event waren, gehört habe, dass denen wurden zwei Missionen gezeigt und in einer von den Missionen spielst du ein Kind. Und das soll wohl recht brutal alles sein. Also die meinten, dass quasi der Ton. Okay, gut, aber sie meinten sie meinten ja schon, dass die Kampagne jetzt mehr Emotionen wieder haben wird, ne? Ja, also es wurde quasi spezifisch auf No Russian angespielt, dass wenn jemand Call of Duty Modern Warfare 2 gespielt hat, die Mission, wo man mit irgendeinem komischen russischen Terroristen den ganzen Flughafen an Zivilisten niedermäht, es soll vom Ton her ziemlich hart in die Richtung gehen und du spielst wohl auch, sag mal, die Charaktere aus beiden Lagern, so wie ich das verstanden habe. Ach du Scheiße, ja, okay, gut, dann kann ich mir auch vorstellen, in welche Richtung das Ganze gehen wird. Also es soll wohl ziemlich düster sein und die Leute, die meinten da schon, dass es gerade für Länder wie Deutschland, Neuseeland, Australien wohl relativ fragwürdig sein könnte, ob das Spiel hier überhaupt so in der Form rauskommt und wenn, dann nur ganz stark zensiert. Ja. Das ist krass, halt letzte Call of Duty komplett ohne Einzelspielerkampagne. Und jetzt wieder eins, was fast schon irgendwie ein Haupt,
Augenmerk. Ah, nee, das so. Ist, ich, wenn man, das ist normal. Das ist jedes Jahr immer so gewesen. Im März, im Mai kommt immer der Singleplayer-Reveal und dann kommt E3 und dann kommt im so meistens um August rum, kommt so ein richtiges Multiplayer-Event, wo dann der Multiplayer enthüllt wird. Das ist, ja, okay, der, okay, so okay. Ist das schon immer eigentlich gewesen mit den Enthüllungen von den Call of Duty-Spielen. Zum Multiplayer haben sie aber tatsächlich diesmal auch schon ein bisschen was fallen gelassen und zwar wird es auf jeden Fall Crossplay geben. Okay. Die Art und Weise, wie das aber formuliert ist, klingt es ein bisschen so, als wäre es safe, dass PC mit Xbox und PC mit PlayStation spielen kann. Aber es noch nicht so ganz feststeht, ob Xbox mit PlayStation spielen kann. Da wird wieder in irgendwelchen Hinterzimmern miteinander gesprochen. Also es ist nicht so ausgesprochen, aber die Art und Weise, ich weiß jetzt leider gerade nicht mehr den genauen Ton, aber das, so von der Art und Weise, wie das formuliert war, hörte sich das so an, als würden die sich noch nicht festlegen können, dass es auch zwischen den Plattformen geht. Weil das war immer nur zwischen PC und Konsole die Rede und nie zwischen Konsole und Konsole. Ja. Also, mal schauen. Ja. Kann man nichts. Ich muss sagen, ich bin doch durchaus schon angetan. So grundsätzlich. Von allen Sachen, die bisher gesagt haben. Also auch, dass es wird halt kein Zombies wohl diesmal geben. Es wird keine so Charakterklassen geben, sondern es ist quasi wirklich so, sag mal, back to the roots. Altmodisches, ja, genau. Ja. Back to the roots. Call of Duty. Könnte echt ganz spannend eigentlich sein. Ja, zu der nächsten Sache weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Ich glaube, letzten Montag oder letzten Dienstag, irgendwann Ende, Mitte letzter Woche, ging plötzlich ein Livestream auf Twitch los, auf dem Death Stranding-Kanal. Und der für, ich glaube, 24 Stunden lief einfach nur ein Hintergrundbild, in dem die ganze Zeit immer so Handabdrücke zu sehen waren. Und dann quasi zu einer bestimmten Zeit, die dann zwischendurch auch irgendwann mal angekündigt wurde, gab es dann den Death Stranding Trailer. Der ganze Spaß ging 8 Minuten oder so. 8 Minuten 50 sehe ich hier gerade. Ja, also schon wirklich ein saftiger Trailer, der tatsächlich ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht hat, hatte ich das Gefühl, wenn es darum geht, okay, hey, was für eine Art an Spiel ist das hier eigentlich und worum geht's überhaupt tatsächlich? Ja. Ich hatte es ja auch direkt geschrieben, denn als ich den geguckt hatte in unsere Gruppe hier, weiß man ja endlich jetzt fast wirklich mal, was abgeht. So. Aber auch noch nicht so wirklich. Nicht hundertprozentig, aber es ist tatsächlich schon irgendwie alles deutlich. Also ich habe das Gefühl, ich habe jetzt eine Vorstellung davon, okay, was ist die grobe Handlung des Spiels? So, was sind die Konfliktpunkte und vor allem, was mache ich da drin? Ja, genau. Also ich weiß nicht, was sagt ihr zu dem Trailer so grundsätzlich? Ich finde, es sieht geil aus auf jeden Fall schon mal. Also so, auch wenn er da zum Beispiel durch den Schnee läuft und so, keine Ahnung. Und die Landschaft sah ja auch schon die ganze Zeit schon geil aus. Und genau, also so, jetzt sehe ich auch gerade, wie er nämlich da, du sagtest, wir hatten ja vorher schon ein bisschen drüber geschnackt. Du sagtest ja, du siehst da ein bisschen Metal Gear drin. Ja. Metal Gear Solid praktisch, was ja auch passt, weil Hideo Kojima ist ja auch der Erfinder von Metal Gear. Ich finde, es sieht halt extremst wirklich aus wie ein Walking Simulator, weil wie er da zum Beispiel seine Leiter benutzt, um da den Berg hochzukommen und dann hast du da noch so einen Haken, den er in den Boden reinmacht, um dann über irgendeine Schlucht rüber zu kommen und dann versucht er, dann geht er die Schlucht runter und so. Und ich habe irgendwie das Gefühl, natürlich, wenn es dann so um Storybeats und so geht, dann spielen natürlich auch irgendwo auch Action und Gewalt und keine Ahnung eine Rolle. Und natürlich dementsprechend auch wird es da auch Elemente drin geben, wo du dich dann prügeln kannst und also sieht man ja auch zwischendurch mal. Und wo man auch schießen kann und so. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass das wird so ein Spiel sein, wo über 50% dessen, was Gameplay ist, einfach echt nur ist, sich durch die Landschaft zu bewegen. Ich glaube, also ich weiß nicht unbedingt, ob es tatsächlich, also es passt ja auch ein bisschen dazu von der Handlung, die jetzt so offenbart wurde, dass du quasi du jemand bist, der zwischen diesen, sagen wir, verschiedenen Fraktionen im zerschlagenen Amerika wieder Kontakt herstellen soll. Ja. Aber ich glaube nicht, dass du nur in der Gegend oder ich glaube eher, dass das genau, dass das Verhältnis der beiden Dinge andersrum sein wird. Okay, gut, das ist natürlich, das können wir ja beide ja nur spekulieren, ne? Ja, also wäre auf jeden Fall meine Vermutung. Dass du, klar, du hast diese ruhigen Momente, wo du versuchst, quasi durch die Umgebung zu kommen, aber es gibt ja auch in dem Trailer diese eine Szene, wo er quasi aus so einem Moment irgendwie kommt, wo er mit seinem Motorrad da gerade lang fährt und dann kommt quasi so eine Patrouille vorbeigefahren an irgendwelchen anderen Leuten. Genau, da bin ich gerade auch, ja. Und da ist es dann ja auch so, es scheint, ich glaube, ein paar Szenen später ist das, es scheint ja so ein bisschen diese andere Welt quasi zu geben,
die diese untote Welt oder die, was wenn das die ist? Mit in Berührung mit anderen Sachen kommt, dann altern die schneller, so wie mit dem Vogel in dem Trailer das eine Mal. Ja, ja. Und die scheinen, irgendwas muss in seinem Koffer drin sein, wo die hinterher sind, weil das eine Mal schmeißt er seinen Koffer irgendwie weg und alle diese Viecher quasi gehen zu dem Koffer hin. Ja, und ja. Es sieht, sah auch so aus, als würde er, als er nimmt keinen Schaden, sondern er verliert Gegenstände. Ja. Ja, auf jeden Fall, genau, genau. So. Das war ja auch, als er auf die Fresse bekommen hat von der Patrouille, so. Ja, so, das ist irgendwie, das ist alles. Ich finde das so geil, dass es immer noch das Spannendste ist, worüber man reden kann eigentlich, worum geht's. Was geht ab? Was, ja, genau, was sehen wir da auf dem Bildschirm, weißt du, so was. Das finde ich so geil, dass das immer noch eigentlich das Spannendste ist. Auch in der einen Szene, wo er jetzt auf diese Viecher auch trifft, diese schwarzen Schatten da, keine Ahnung. Mhm. Plötzlich siehst du auch seine Fußabdrücke, die er überall hinterlässt. Und dann siehst du die Fußabdrücke von diesen heftigen Viechern. Und es sieht alles super beeindruckend aus und alles wird schwarz. Also ich finde einfach, wie unglaublich irre das ist. Dieser eine Charakter mit der goldenen Maske, dann zieht er seine goldene Maske ab und darunter ist noch eine Maske. So. Das ist so irre. Also es gefällt mir tierisch gut. Und die Namen also, von den ganzen Charakteren, die Frauen heißen irgendwie Mama, Fragile und ich weiß nicht mehr, was das dritte war, irgendwie sowas. Ja. Und dann die Männer, da hieß der eine hieß irgendwie Die Hardman oder sowas. Ja, der andere hieß Deadman und Hardman, die hatten alle so richtig komisch. Und also unser Protagonist heißt Sam. Ja. Ja. Also es ist so, als würde er auf jeden Fall echt gerade mit der Story und mit dem Setting und so echt versuchen, Kunst das ist, einfach glaube ich, wieder zu machen, gänzliche, oder? Einfach nur kompletter Dachschaden, also. Ja, ich weiß, ich find das super geil. Ich finde, also ich muss auch sagen, der Trailer hat irgendwie schon wirklich, und ich finde fast das Schockierendste an dem ganzen, an der ganzen Enthüllung ist, am 8. November kommt das Spiel schon raus. Mhm. Ich glaube, da hat keiner von uns mit gerechnet, nee. Oder? Also, nee, auf jeden Fall nicht. Also so, also auf jeden Fall dachte ich erstmal The Last, Last of Us. Last of Us, ja, hätte ich auch gedacht. So, Last und of dann Us dann. Death Stranding ist so ein Spiel nach Last of Us 2. Ja. Ich hätte fast noch eher gedacht, dass Ghost of Tsushima noch vorher rauskommt, tatsächlich. Fast als, nee, als nicht, Death Stranding? Nicht gedacht, aber also so Ghost of Tsushima, da haben wir ja alle schon drüber geschnackt, dass wir denken, dass es ja, so aber Hideo Kojima ist, ne? Braucht Ewigkeiten für seine Spiele immer. Ich hätte wirklich gedacht, das wird noch 5-mal verschoben und ja, bekloppt. Das sieht alles einfach nur super irre aus. Ja. Also dass Guillermo del Toro auch einmal so ein, hat diesen Deadman spielt. Ja. Ist auch so irre, weil er ist halt einfach ein Regisseur, weißt du, so du weißt gerade mal so, wie er aussieht und plötzlich spielt er halt einfach in so einem Videospiel von Kojima. Teilweise habe ich ein bisschen das Gefühl, dass Kojima einfach nur die Leute, hey, guck mal, was für coole Freunde ich habe. Ja. Ja, genau. Guck mal, wie wenig alles kennt ihr. Ja. Ihr unwichtigen Wichser da draußen. Das ist wirklich so. Jetzt spielt mein Scheißspiel. Das ist mein Scheißspiel, gib mir Geld, damit ich noch mehr Leute kennenlerne, die geiler sind als ihr. Geklappt. Ja. Ja, ich finde halt noch eine Sache hat mich ein bisschen bei der einen Szene, falls ihr euch daran gerade erinnert, wo er von dieser Patrouille angegriffen wurde und sein Mainboard da verliert oder was auch immer aus seinem Koffer. Ja, aus dem Rucksack. Mhm. Ja, genau. Da ist so eine Szene, fand ich, wo, weil das Spiel sah komplett richtig geil aus, aber in der Szene sah der Hintergrund, also das, was weiter entfernt ist, so dass wirklich der Hintergrund, die Berge im Hintergrund und so und der Himmel, das sah einfach scheiße aus, fand ich. Oder nicht so wie der Rest vom Spiel. Mm. Nicht so geil. Ich weiß ja halt nicht. Ja, okay, gut, ich weiß, was du meinst. Ich finde, das sieht aber trotzdem noch ziemlich beeindruckend aus. Es sieht trotzdem ziemlich beeindruckend. Das alles im Vordergrund sieht mega fett aus in der Stelle. Aber dann so, weißt du, wenn du halt wirklich, wenn es eher so wird, wie du meinst, so ein Walking Simulator, dass du mehr rumgehst, dann muss das in der Entfernung muss aussehen wie in Red Dead, weißt du? Ja, ja. Aber Red Dead hat ja echte Mängel. Die Engine ist auf jeden Fall genau die gleiche von Horizon Zero Dawn. Teilweise sieht's auch dann wieder im Hintergrund mit den Bergen und sowas mega geil aus und teilweise wieder nicht. Da weiß ich nicht, ob das jetzt noch so diese Kindheitskrankheiten sind und ich hoffe, dass das bis es raus ist. Alles Kompression ist. Vom YouTube-Video ist halt auch immer so eine Sache. Ich weiß irgendwie nicht, sowas hoffe ich mal, aber das ist so ein kleiner Punkt, wo ich ein bisschen Schiss habe, dass vielleicht teilweise das Spiel nicht ganz so geil aussieht, wie es vielleicht hätte aussehen können, wenn es ein bisschen länger noch gebraucht hätte, bis es rauskommt. Aber wer weiß es schon, weil wir haben diesen einen 8-Minuten-Trailer gesehen und das war es schon wieder und wir sind irgendwie nur ein bisschen schlauer geworden, also zumindest gab es mal richtig Gameplay und das fand ich schon mal irgendwie cool. Einfach, also das Ding ist, ich habe ja keine PlayStation, ich glaube, dieses Jahr auch nicht mehr vor mir eine zu holen. Ich glaube, das wird so ein Spiel sein, da werde ich mir mal richtig schön Let's Play angucken, wo am besten auch keiner labert. Das ist ja einfach nur wie so ein Film, weil ich glaube, ich möchte einfach echt wissen, was das für ein Spiel ist. Ja. Was in der Story auch abgeht und so.
Ja. Ich glaube, die nächste News ist wahrscheinlich für den Michi am relevantesten, weil ich glaube, einer meiner gewagten Wetten ist mehr oder weniger darauf bezogen. Und zwar hat Phil Spencer bekannt gegeben, dass es insgesamt 14 Xbox Game Studio Spiele bei der Show dieses Jahr geben wird. Also bei deren Konferenz. Und ich sagte ja, glaube ich, dass jedes von diesen 5 Studios, die sie da letztes Jahr angekündigt haben, 5 oder 6, dass sie ein Spiel rausbringen. Und es kann halt gut sein, dass da auf jeden Fall einige von denen dabei sein werden. Vielleicht nicht alle. Mein Tipp ist, alle außer The Initiative werden wir zu sehen bekommen. Wer war denn noch The Initiative? Das komplett neu gegründete Studio. Ja, aber die sind halt noch ganz neu, ne? Die wurden halt erst dann gegründet. Also, die sind wirklich noch nicht so alt. Ich glaube nicht, dass die irgendwas zu zeigen haben. Und 14 Spiele, vor allem, wenn man auch überlegt, also Xbox, das sind ja auch so Sachen wie zum Beispiel Sea of Thieves wird garantiert auch wieder was zu kommen. Das ist ja dann schon quasi raus. Battletoads wird garantiert auch irgendwas zu kommen. Das ist dann auch, weißt du, so, es gibt eine Menge Spiele, die ja schon, sag mal, bekannte Größen sind, die man, wenn man die alle abzieht, bleiben dann plötzlich gar nicht mal mehr so viele irgendwie übrig. Also, ja. So, ich meine, Ori ist auch noch nicht draußen, Age of Empires. Das wollen sie auch noch zeigen. Also so, es gibt eine Menge Kram. Bei Age of Empires gehört nicht mit dazu, weil Relic ist kein Xbox Game Studios. Ja, okay, gut, aber das bekommen wir auf der PC-Game. Ja, okay, gut. Also wie du schon sagst, es sind einige schon bekannt irgendwie von den. Ja. Also zumindest, wenn man sich das so überlegt. Also wie gesagt, sowas wie Sea of Thieves gehe ich einfach 100% von aus, dass das auf jeden Fall werden die da irgendwie drüber reden. Also es würde mich wirklich stark wundern, wenn nicht. Ist ja immer erfolgreicher geworden, das Ding. Ne? Also, das Totschweigen. Ja. Kann man, glaube ich, sonst auch nicht wirklich viel mehr zu sagen. Ich würde sagen, wir alle, glaube ich, sind am meisten gespannt auf die Microsoft-Konferenz. Ja. Trotz allem, also auch wenn da von Spiele schon bekannt sind, was man vorher schon weiß, keine Ahnung. Was hast du denn noch anderes an Konferenzen groß da? Also nicht, was Sony hast du da? Sony ist halt nicht da, dadurch fehlt der große Konkurrent, da hast du recht. EA, was ja eigentlich auch noch ein großes Unternehmen ist, macht ihren Sport-Samstagskram. Und dann hast du so Bethesda, wo 50-50 Chance, entweder es wird normal oder es wird der totale Reinfall. Mhm. Und Square Enix, Ubisoft, kleineren, ist halt sicher. Bei Ubisoft wird wieder ein bisschen gedanced, so. Also das Microsoft ist halt das Krasseste, ne, was ansteht. Ja, definitiv. Und die auch am meisten, sag mal, wenn man überlegt, was sie alles potenziell ankündigen könnten, dann weiß man gar nicht, wie das in 2 Stunden reinpasst. Also es wird fast interessanter, okay, was kommt nicht vor? Ja. Weil es wäre schockierend, wenn sie tatsächlich wirklich alles abdecken würden. Und vielleicht auch gar nicht so klug. Ja. Ja, ich glaube, da haben wir noch 2 kleine Sachen. Das eine ist, sag mal, einer der wenigen richtigen Leaks, die dieses Jahr jetzt passiert sind. Wobei es auch nicht mal ein wirklicher Leak war, sondern es war einfach nur, wurde einfach nur bekannt gegeben, dass es ein neues Darksiders-Spiel auf der E3 angekündigt wird und dass es im Endeffekt einfach nur passiert, glaube ich, weil ein Panel stand quasi ein Panel zur Debatte, wo leider in der kleinen Beschreibung wieder drin stand, worum es geht. Darksiders 3 einfach reingeschrieben und dann. Ja, so ein neues Darksiders, glaube ich, steht da eigentlich nur drin und quasi, wie das in eine ganz andere Richtung gehen soll als die vorherigen Teile. Ja. Ich glaube, Darksiders 4 müsste es jetzt sein. 3 ist ja, glaube ich, letztes Jahr rausgekommen, oder? 3 ist gerade erst rausgekommen, genau. Und Darksiders, was ja auch ganz anders war als 2 und 1, was ja, glaube ich, auch von anderen Entwicklern ja, glaube ich, auch übernommen wurde irgendwie. Ja, es ist ja diese ganze THQ Nordic-Geschichte mit Deep Silver. Ich glaube, ist das von Deep Silver? Ich bin mir da auch, da komme ich auch mal durcheinander, seitdem da das alles immer wieder die Hand gewechselt hat. Also, da wird ja genauso oft Namen getauscht wie beim Fußball, irgendwie Spieler zwischen Vereinen. Also, ja, das ist alles ein bisschen. THQ Nordic sich da einkauft, ist ja fast wie Bayern in der Bundesliga. ich glaube, das Bayern kauft da schon noch ein bisschen qualitativer ein. Ja, aber halt es auch. Es ist so, als würde Bayern sagen: Hey, warum kaufen wir nicht mal einfach die gesamte Landesliga Süd? Ich glaube, also solche Überlegungen finden da bestimmt schon mal zwischen Rummenigge und Hoeneß schon mal statt. Also, ich sag mal so: Marschall holt sich auf jeden Fall Bayern auch einfach nur Spieler, um die zu haben. Mhm. Nicht um sie spielen zu lassen. Und ich glaube, THQ Nordic ist halt ähnlich davor mit einigen Lizenzen. Also, so, ja, aber die wollen die definitiv nicht alle umsetzen. Das ist eher so Reste kaufen irgendwie. Mhm. Ja, auf jeden. Ja. Ja, ich glaube, die andere Ankündigung ist, glaube ich, die deutlich aufregendere. Und zwar hat Larian, die Entwickler von Divinity Original Sin und auch Divinity, haben plötzlich, wenn du auf deren Hauptseite gehst, haben sie ihr Logo geändert. Es sind einfach nur 3 Striche. Und die erste Spekulation war natürlich, hey, okay, es wird vermutlich entweder Divinity 3 oder Divinity Original Sin 3 sein, weil würde beides Sinn machen.
Das Ding ist, dass natürlich dann wieder irgendwelche fuchsigen Leute in die Metadaten von dem Bild geguckt haben. Und da gibt es doch recht eindeutige Anspielungen darauf, dass es sich dabei nicht um eins der beiden Spiele handelt, sondern um Baldur's Gate 3. Baldur's Gate. Baldur's Gate, so heißt es doch, oder? Baldur's Gate. Ah, glaube ich so. Ich glaube, so sagen es die Leute immer. Ja, ich weiß okay. auch. Ich weiß es auch nicht. Ich bin auf jeden Fall. Die Sache wurde tatsächlich aber auch schon von wem anderes als Jason Schreier bestätigt. Also, was? Dass es Baldur's Gate 3 ist. Ach, du ahnst es nicht. Okay. Also, dass er das vorher schon gehört hat, dass die IP wohl an ein bekanntes Studio, zu dem das passen würde, gehen soll. Und oh Gott, also es geht mehr. Also, es ist definitiv nicht nur ein Troll. Das heißt definitiv nicht, aber es wird eher nicht nur ein Troll. Weil das ist ja das, was man am Anfang dachte, dass sie es einfach nur mal so trollmäßig einfach reinnehmen, irgendwie in die Metadaten. Ja, oh das Gott. Wollte ich dir vorhin auch nicht sagen, weil ich hatte mir schon gedacht, nee, dass du das bestimmt nicht mitbekommen hast. Wir haben ja drüber geschnackt. Oh, du Wichser. Und ich denke, ja, okay, oh, trollen die oder. Ey, ich weiß nicht, beides geht. Ich meine, was bedeutet das, ne? Das ist also, die werden ja auf jeden Fall dann ja die Engine von ihren Divinity Original Sin 2 nutzen, die sie da praktisch haben. Was ja auch gut Sinn macht, weil das ist ja auch nicht so weit entfernt von Baldur's Gate. Baldur's Gate. Aber es ist ja trotzdem ein ganz anderes Spiel mit einem ganz anderen Setting und auch einer ganz anderen Atmosphäre, weil während ja hier Divinity halt immer einfach super bunt ist, hast du ja in BG2 und 1, das sind düstere Fantasy-Spiele, so. Das sind schon Spiele, die sich auch so in der Atmosphäre des Settings und wie es aussieht und so auch sehr ernst nimmt, keine Ahnung. Und bin ich mal gespannt, wie die das umsetzen können. Aber wenn das irgendwer hinkriegt, dann die oder Obsidian so. Also das sind so die beiden, denen ich das zutraue. So. Und dann auch extrem gerne Larian Studios, weil die sind auch super sympathisch. Oh mein Gott. Ja, und vor allem haben sie ja nun auch in letzter Zeit gezeigt, dass sie in diesem Genre an Spielen ja auch wirklich wissen, was sie tun. Also die und Obsidian sind ja nun mal, wären wahrscheinlich die einzigen. Und vielleicht in Exile noch die Westland-Spiele machen. Das sind also die einzigen drei, die wirklich überhaupt in Frage Bereich kommen. Groß unterwegs sind. Ja, definitiv. Ja, ich glaube, dann haben wir es doch tatsächlich geschafft. Genau, ich glaube, zumindest mit den News, ne? Dann haben wir nämlich nur noch eine E-Mail noch bekommen, und zwar vom netten Desert Train. Alles Gute zum Geburtstag nachträglich. Ja, alles Gute nachträglich. Genau, weil nämlich direkt auch hier geschrieben, er ist nämlich am Wochenende 40 geworden. Auch von, ich glaube, von uns allen zusammen einfach nochmal alles Gute nachträglich. Er sagt auch, er hat gerade erst Sekiro durchgezockt und freut sich jetzt als nächstes tierisch auf Metro Exodus. Ich glaube, Sekiro wäre auch sehr interessant für einen von uns dreien, glaube ich, aber ist nicht so ganz so unser Metier, zumindest aktuell. Auf jeden Fall fragt er hier direkt am Anfang, habt ihr schon Exodus gezockt oder generell mal Metro gespielt? Ich habe damals den ersten Teil gespielt, der gefiel mir von der Atmosphäre sehr gut. Ich glaube, der Einzige, der das hat, bist du, Jens? Ja, ich habe am Anfang einmal das Intro gespielt, sonst noch nicht weiter. Ja. Es war so, Der erste Eindruck war hammer gut, aber es scheint mir sowas zu sein, wo ich mir mal wirklich 2-3 Stunden am Stück richtig Zeit für nehmen muss, um da so richtig reinzukommen, weil ich habe die anderen Teile nicht gespielt. Ich habe 2033, glaube ich, irgendwann mal auf A360 angefangen, aber das war überhaupt nicht meins. Ja. Deswegen, mal schauen. Ja. Okay, gut, genau. Ich glaube, viel mehr kann man dann auch nicht, oder willst du noch was sagen? Ich habe nur gerade mal geguckt. 2033 habe ich auch, aber ich weiß nicht, das gab es irgendwo mal umsonst. Bei Good Old Games oder sowas. Ich weiß nicht, oder bei Humble Bundle, aber nie angezockt. Ich glaube, das erste auf jeden Fall, das ist auch 2033, oder? Ja, Last Light ist der zweite. Genau. Ja, und auch sogar das. Davon gibt es ja noch diese Version, wo Redux, glaube ich, heißen die. Genau, Redux, ja. Da habe ich den ersten Teil halt ein bisschen gespielt. Ich glaube, so 5 bis 10 Stunden, habe dann auch festgestellt, ist nicht meins, weil die Shooter-Mechaniken, zumindest jetzt in den alten Teil, fand ich so ein bisschen meh. So, während die Atmosphäre und Setting und so war super cool. Ich glaube, das ist auch so der Hauptgrund, weswegen man das spielen sollte, einfach, weil die Story einfach echt eine gute ist und man sich da gut drin verlieren kann. Ansonsten, ja. Zweite Frage auf jeden Fall hätte man wieder voll Bock auf ein cooles Rennspiel mit dem Fokus auf gutes Fahr- und Driftverhalten und dann vielleicht mit einem coolen Story-Modus. Bankraub, Fracht transportieren und so weiter. Wie in dem Film Baby Driver, den ich außerdem auch sehr cool finde. Ja. Fand damals auf der PlayStation 1 Driver richtig geil und von aktuellsten Spielen gefiel mir damals GTA 4 das Fahrverhalten von den Autos am besten. Bei welchem Spiel kam bei euch das beste Fahrgefühl auf? Arcade oder actionlastig? Cooler Story-Modus in einem Rennspiel ist sehr schwer.
fast non-existent. Ja, also wenn das Einzige, was in die Richtung irgendwie geht, ist Need for Speed, aber die sind meistens scheiße, die versucht haben, da irgendwie einen guten Story-Modus zu trashig halt, ne? Ja. Was, ich glaube, die beste Empfehlung wäre hier Forza Horizon 4. Ja, auch das, da Story-Modus komplett für die Grütze. Ja, aber es ist einfach nur ein Aufhängerrennen zu fahren. Ja. Es gibt so ein paar witzige, sag mal, so Mini-Storylines in dem Spiel. Ich glaube, habe ich ja auch schon mal von erzählt, mit diesen Stuntmans, dass man da so kleine Sachen, und dann gab es nämlich noch so eine Rennreihe, wo du immer, die sind immer angelehnt an, sag ich mal, so Arcade-Rennspiel-Klassiker. Mhm. Also so Outrun und so solche Sachen. Das ist ganz witzig, aber das ist ja nicht die Story vom Spiel. Die Story vom Spiel ist, hey, du hast dieses komische Festival hier, fahr so viel Rennen, wie du kannst in diesen ganzen Kategorien. Aber zumindest dieses so mit Verfolgungsjagden und solchen Sachen, die sind zumindest da in halt diesen anderen Sachen so ein bisschen eingebaut. So dieses typische, hey, du fliegst gegen ein Flugzeug oder weißt du, so dieses, diese Mini-Sachen, sag ich mal, die jetzt nicht unbedingt in jedem Rennen drin sind, aber also mal alle 15 oder so hast du mal dann irgendwie sowas ein bisschen Außergewöhnlicheres dazwischen. Ja. Und ich meine, man kann sich ja auch hier bei Forza Horizon ja auch ziemlich den Schwierigkeitsgrad, sprich auch das Fahrgefühl. Du kannst das Hammer Arcade-ig einstellen, also das geht auf jeden Fall. Genau, da kann man sich halt auch echt austoben. Also ich habe leider auch ansonsten keine Ahnung bei Rennspielen. Burnout Paradise ist meiner Meinung nach immer noch das beste Arcade-Rennspiel, was es gibt. Ja. Mitty, was ist eigentlich dein liebstes arcadiges Rennspiel? Schwierig, weil ich lieber so semi-realistische Rennspiele spiele. Aber wenn. Also Dirt. Dirt finde ich geil. Ja, also das ist das Burnout und Flatout habe ich früher gerne gespielt. Flatout mehr als Burnout, weil Burnout kam ich schwieriger dran. Flatout war ja auch einfach so ein Crash-Derby-Game mehr. Was sehr arcadig war, aber das hatte auch noch so geile Minispiele, wo du so einen Dummy-Weitwurf machst, indem du gegen eine kleine Mauer fährst und so, und dann fliegt das Crash-Dummy so vorne raus. Ja. Solche Geschichten, die noch ganz witzig waren. Ansonsten Dirt 3. Ist das 3? Ja, es ist 3. Ja, doch, Dirt Rally 3, keine Ahnung. Ja, genau, Dirt 3 Complete Edition. Das Ding kostet nicht viel bei Steam, ist schon ein bisschen älter, aber das ist ein richtig schön arcadiges Rallye-Spiel, dass du dir auch und so einstellen kannst, dass es so semi-realistisch ist, beziehungsweise sehr arcade. Aber es ist doch ein reines Rallye-Spiel, ne? Ja, es ist ein reines Rallye-Spiel. Ja. Aber weißt du, er meint ja auch noch mit Driften, so Driftverhalten und sowas, das hast du natürlich in so einem Rallye-Spiel auch. Das ist ja so geil, finde ich, bei Dirt, weil du kannst dich ja so austoben. Diese ganze Singleplayer-Kampagne, die ja keine Story hat jetzt irgendwie, aber wo du ja irgendwie die ganzen Steps irgendwie machst und dann irgendwann dann hast du ja auch so, das ist natürlich ganz viele Rennen und auch Rennen nur gegen die Zeit ohne Mitfahrer und so. Aber du hast auch sowas wie, du musst irgendwie auf so einer Parcoursstrecke, keine Ahnung, ganz viele Donuts ziehen. Gymkhana nennt sich das. Gymkhana, genau. Und dann sammelst halt Punkte, indem du halt so und so da rumdriftest und so einen Scheiß. Und sozusagen so Ausdruckstanz mit Autos oder so. Ja, genau. Darauf. Ausdruckstanz mit Autos. Ja. Das ist gut. So, also da hat man noch sowas, da hat man ein paar kleine Minispiele, man hat schöne Rennen, interessante alte Rallye-Autos und schöne alte Rallye-Autos so. Ja. Könnte ich in die Richtung, aber ansonsten, ich glaube, das aktuellste, beste arcadige Rennspiel ist einfach Forza Horizon, was du momentan irgendwie bekommen kannst. Außerdem muss ich sagen, ich weiß nicht auch so richtig, was ich empfehlen soll, weil ich fand, dass das Fahrverhalten in GTA 4 richtig zum Kotzen war. Das, was er in der E-Mail erwähnt hat. Also okay. Das fand ich richtig garstig, weil das war so super. Es war wie, als würde man auf Eis fahren die ganze Zeit. Du konntest halt da schön, also es war halt, dadurch, dass es so war, war es halt leichter, ein bisschen so driften und solche ganzen Sachen, solche Geschichten waren dadurch halt irgendwie leichter, weil das Auto war. Also ich fand GTA 5, da war es so richtig schön knackig. Ich kann da nicht viel zu sagen, ich verstehe nicht. Ja, ich weiß nicht, so im Vergleich finde ich gerade schwierig, aber also ich weiß noch, dass mir GTA 4 auf jeden Fall das Fahrverhalten auch gefallen hat. Ja. Na gut. Ich weiß ja nicht. Ist ein Streitthema.
Ich weiß nicht, haben wir noch was? Ich glaube nein. Wollen wir vielleicht noch mal so ein bisschen kurz über die Konferenzen gehen, die jetzt nächste Woche so stattfinden, was so unsere Erwartungen für die jeweils einzelnen Sachen sind. Ich glaube, es geht ja dann am Sonntag um 22 Uhr mit Microsoft los. Wahrscheinlich auch die größte Sache, haben wir auch schon drüber geschnackt. Was ist denn so einmal vielleicht die Runde rum, so eine Sache, auf die ihr euch am meisten dort freut und eine Sache, die ihr am meisten hofft, die passiert? Worauf ich mich tierisch freue, ist natürlich einfach generell einfach wieder Trailer-Gewitter, weil ich das einfach immer geil finde, da zu sitzen und erschlagen zu werden von neuen Spielen. Mhm. Was natürlich aber auch jetzt nicht so, ich glaube nicht, dass das so super heftig jetzt sein wird, aber naja. Und worauf ich hoffe, ist, dass sie das Abo-Modell tatsächlich so ein bisschen vorstellen. Und dass sie dieses Game Pass for PC einfach dann echt irgendwie, keine Ahnung, da viel zeigen. Ja, was würdest du dir dann erhoffen von? Das günstig ist? Naja, es wird genau. Ich kann dir fast mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit sagen, dass es genauso viel kostet wie das andere. Ja, okay, auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall auch, welche Spiele denn jetzt da so reinkommen von diesen 75. Ja, so was müssten die dort sagen, damit das für dich eine gelungene Ankündigung ist? So nachdem. Also so von den Publishern, die du gesagt hast, einfach nur, wenn du schon die Paradox Games und die Sega und diese ganzen anderen Studios hast, so, die da mit zugehören, wenn die einfach komplett ihr ganzes Line-Up darauf hauen, auf so einen Game Pass, meine Güte, dann wäre das super geil, weil dann hast du nicht mit diesen ganzen Paradox Games, hast du schon einfach ein paar hundert Stunden Spielzeit für fucking 15 Euro im Monat. Also so, das ist. Ja. Aber da sollen sie mir noch mal sagen, das wäre das erste Abo-Modell, was ich auch abschließen würde, eventuell nach jetzt Hammelbundle, was ich aber, finde ich, irgendwie anders finde. Und ja, keine Ahnung, also so. Ansonsten einfach generell, ich habe einfach Bock auf die E3, also einfach generell wieder da die ganzen Pressekonferenzen sich reinziehen. Das wird wieder toll. Also jetzt nicht spezifisch zu Microsoft. Ja, genau, also ich denke mal, das wird wieder ordentlich warm. Und wird da jede Nacht sitzen und ordentlich schwitzen. Ja. Herrlich. Und ja, und sich dabei schön das Beste, was man bei den Wettern dann machen kann, irgendwas über Games reinziehen. Ist so. Ja. Wie sieht das bei dir aus, Miller? Bei Microsoft ist es genau andersrum als bei Michi vom Ding her. Also ich freue mich auf den Game Pass für PC, weil das natürlich als Nicht-Xbox-Besitzer, aber PC-Spieler eine sehr interessante Sache wird. Und ich freue mich darauf zu sehen, was alles dafür geben wird und wie es aussehen wird. Und ich hoffe, dass es kein Trailer-Gewitter wird, obwohl das meine gewagte Wette ist, weil es ist zwar meine gewagte Wette, aber ich finde es trotzdem nicht so geil, weil man wird so erschlagen damit und nachher hast du 30 Trailer gesehen und du kannst dich an drei erinnern, weißt du? Ja, ich finde das so geil, wenn du danach hängst und einfach, das ist das ganze Gefühl, dein ganzer Körper ist leer gesaugt. einfach alles doch auf dich einschlägt. Können wir bitte Michis Gesicht von Gott als Thumbnail benutzen? Ja. Bitte nicht. Michi schneidet den, also musst du entscheiden. Ja, wunderbar. Da weiß ich ja schon mal ganz klar, was ich nicht machen werde. Ich glaube, ich mache im Nachhinein einfach einen Screencap davon oder nur das. nee, also ich muss sagen, tatsächlich, Miller, da bin ich irgendwie auf deiner Seite. Also ich würde es auch nicht so geil finden, wenn das wie letztes Jahr wieder so ein hier Schlag auf Schlag auf Schlag auf Schlag. Ich möchte jetzt gerne doch so ein bisschen sehen von den Sachen, die sie letztes Jahr gezeigt haben, sei es Halo oder Gears of War und so, dass sie ein bisschen was Handfesteres zeigen irgendwie. Ja. So nicht. Naja, nichts gegen. Gerade weil Gears of War wird dieses Jahr ja noch rauskommen. Von daher, da werden sie auf jeden Fall auch ein bisschen mehr zeigen müssen, um auch zu zeigen, hey, wir haben nicht einfach nur wieder ein Gears of War gemacht. Was natürlich auch noch spannend ist, auch noch für das Microsoft-Ding, ist auch, ob sie dieses Streaming-Ding schon so ein bisschen zeigen werden jetzt auch noch. Ja, ich glaube, ich hoffe, das ist, wäre nämlich meine andere Sache. Ich freue mich, glaube ich, am meisten auf wenn es eine Ankündigung zu den neuen Konsolen gibt. Und es würde mich, ich glaube, ich würde es am meisten feiern, wenn die quasi wirklich rauskommen und sagen, hey, okay, das nächste, es kommt Frühjahr 2020, kommt das raus, wir haben nochmal ein Event im Herbst, wo quasi noch mehr Details gegeben werden. Bei dem Streaming-Kram, ich hoffe, dass sie da nicht zu viel Zeit mit verbringen. Weil das auch nicht so spannend ist. So, das nee, ist nicht das würde ich auch nicht sagen. Aber dass sie das noch mal ein bisschen konkreter irgendwie machen, vielleicht kriegen sie das ja in 10 Minuten alles erklärt, was sie damit vorhaben. Das würde mir schon reichen. Ich glaube, es wird nur, hey, wir haben das. Und dann wird es wahrscheinlich so einen Termin geben, wann die Beta davon quasi losgeht und dass man sich anmelden kann. Das ist so meine Hoffnung dafür. Weil wenn die dann quasi wie bei Google Stadia da 20 Minuten über die Vorteile von Streaming reden, so, die haben wir jetzt gehört. So, da sollen die dann lieber nochmal ihr eigenes Event haben, zumal ich das Gefühl habe, dass Streaming noch nicht das gleiche Publikum anspricht wie alle anderen. Nee, auf jeden Fall. Ja.
Ja, ich glaube, danach ist Bethesda dran. Also. Ich hoffe halt einfach auf einen Todd Howard, der ein bisschen zu viel getrunken hat, eher noch ein bisschen wütend ist auf seine Konten, der da auf die Bühne kommt und endlich mal allen Leuten erzählt, was sie mal zu hören brauchen. Und so, dass die Leute keine Ahnung haben von Videospielen. Und dass eigentlich im Grunde genommen nichts anderes mehr spielen muss, außer Fallout 76. Und dass sich die Leute ihre Canvasback mehr ins Arsch ausstecken können. Also wenn er das sagt, habe ich sowas von gewonnen. Und zwar die gesamte Scheiße hier. Makamichi. Aua. Oh Gott. Ja. Was sind so eure Vorstellungen? Andere. Also, ja, okay. Ich hoffe, dass wir irgendwas, auch wenn es nur eine ganz Kleinigkeit ist, irgendwas zu Elder Scrolls 6 noch bekommen. Ja. Also was ist völlig egal, aber ich will bloß nach diesem ersten Ding, will ich weiter ein bisschen angefüttert werden. Glaubst du, dass sie eher Elder Scrolls 6 oder eher Starfield? Starfield macht mehr Sinn, deswegen hoffe ich, dass wir trotzdem eine Kleinigkeit zu Elder Scrolls 6 sehen. Selbst wenn es nur ein Typ ist, der sich hinstellt und ein bisschen was darüber erzählt, was sie sich das vorstellen würden. Das Spiel ist echt. Reichen. Kein Spaß, Leute. Es existiert wirklich. Und, klasse. Ja. Ich freue mich drauf, dass bei Bethesda eigentlich vom Grundding her nichts falsch laufen kann. Weil wenn die Konferenz gut wird, ist es gut für uns, weil wir haben eine gute Konferenz. Und wenn sie scheiße wird, ist es gut für uns, weil wir haben was zu lachen und so, um drüber zu reden. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, sie werden auf jeden Fall aus den Fehlern von letztes Jahr gelernt haben mit hier irgendwelchen komischen Leuten. Aber dadurch können sie eigentlich nichts mehr falsch machen, weil selbst wenn es scheiße cringy wird, ist es trotzdem wieder so, ja, eine typische Bethesda-Konferenz. Und was haben wir anderes erwartet? Und ich fand diesen unangenehmen Aspekt auch gar nicht das Schlechte letztes Jahr in der Konferenz. Ich fand, das Schlechte letztes Jahr war Fallout 76. Ja. Da war der Hype noch da. Also. Aber ja, auch nur, du warst ja der Einzige, der so richtig gehypt war. Ich war so, ja, definitiv. Das ist tatsächlich meine Hoffnung für Bethesda, ist, dass sie es schaffen, eine Ankündigung für Fallout 76 zu machen, die zumindest Hoffnung darauf macht, dass das Spiel nicht einfach nur so langsam in Vergessenheit gerät. Ja. Weil ich finde, dass der Grundstock von dem Spiel gar nicht so scheiße ist. Es hat Potenzial. Es gibt auf jeden Fall Aspekte daran, die funktionieren, aber halt. Ja, das ist aus dem Glauben gleich, also so, genauso wie du, ich würde mich einfach freuen, einfach was zum Singleplayer-RPG von Bethesda zu sehen. Weil ich meine, es gibt halt Doom und es gibt Prey und keine Ahnung. Ja. Also ich finde, Bethesda ist halt Fallout und zwar Singleplayer fucking Fallout und Elder Scrolls einfach, das auch Singleplayer ist. So, das ist für mich Bethesda-Spiele. Und da bin ich halt gespannt, weil ich finde, Skyrim liegt schon so lange zurück und Fallout 4 ist ein gutes Spiel, aber auch jetzt nicht so auf jeden Fall kein Meilenstein irgendwie gewesen in irgendeiner Art und Weise. Und ich brauche wieder was. Das ist wie so eine Droge, die jetzt dann mal wieder kommen muss, sonst wäre ich nervös. Kleiner Investment-Tipp von mir. Fallout 76 wird wieder mega durchstarten. Kauft euch jetzt alle noch die 5-Euro-Version beim Mediamarkt auf. Der Preis wird wieder steigen, Leute. Habe ich das letztens richtig gesehen, dass du irgendwo zu so einem Hammer-Billig-Mauspad einfach Fallout 76 mit dazu gekriegt hast? Überall kriegst du es zu. Überall. Kann ich mir vorstellen, irgendwann stehen die Leute an der Straße, wie die diese Zeitschriften umsonst irgendwie verteilen. Wird einfach in den Briefkasten überall gesteckt. Bitte keine Werbung, ich habe schon 25 Kopien. Das ist, wenn ich dann auf der Arbeit wieder Wurfsendung kriege, ne? Die sind einfach nur so 10 Kisten voll mit Fallout. Auch einfach nur so in diesen billigen Papierhüllen drin, nicht mal in richtigen Plastikhülle, einfach nur weg mit dem Scheiß. Oh, geil, ja. Ja, ich glaube, danach die nächste größere ist PC Gaming Show. Ja. Da kann ich, brauche ich eigentlich nur eine Sache sagen, Epic Games. Ich hoffe, die werden so richtig wieder mit großen Geschützen rauskommen. So richtig so grob. Geil. Ich wette mit dir, jemand von Epic Games wird dort stehen und der wird ausgebuht. Oh, das würde ich nice finden. Oh mein Gott, dann hätte ich ja gesagt, oh,
Pimmelei bei PC Gaming Show, das wäre ja auch was gewesen. Das könnte ich mir echt gut vorstellen, dass da irgendwelche Fans quasi sitzen, die. Du wirst es wahrscheinlich nur super leise hören, weil die wahrscheinlich schnell genug das ja, quasi die. Genau. Aber du, man kriegt es mit. Ich glaube, man kriegt es mit. Unterschwellig so ja. Hört man es im Saal, wie gerumort wird. Ja. Also, das ist auch so das Ding. Wir haben ja vorhin darüber gestackt, oder ich hab's einmal erwähnt, einmal diesen Konsolenkrieg, der ja gar keine Rolle mehr gefühlt spielt, ne? Mhm. So, und das ist jetzt komplett, ist das jetzt dieser Star War geworden. Star Wars finde ich auch ein geiles Wort, oder? Ja. Das ist so nicht dran auch an, ja. Da musst du mal im Copyright aufpassen, ne? Heißt nicht Star Wars oder so. Storage Wars heißt die Fernsehserie. Ach so, ja. Ja, okay. Du musst aufmerksam sein. Ja. Vorsicht! Es kommt Alarm! Hier. Kommt er zu dir, empfindet dich. Bist du auch in so eine Storage Unit gepackt und versteigert. Ja, genau. Naja, also, wo waren wir gerade? Star Wars. Epic PC Gaming schon ein bisschen verloren auf dem Weg. Keine Ahnung, also was erwarte ich generell von der PC Gaming Show? Ich finde, die haben da immer wieder ganz interessante Titel zwischendurch mit bei, aber die haben auch am ehesten auch Sachen dabei, die mich so gar nicht interessieren. Kann alles möglich kommen. Ich meine, das ist der Moment, auf den Lars, glaube ich, wartet, seitdem er geboren worden ist. Und zwar könnte das Gate 3 oder 4 oder weiß ich auch nicht, welches da kommen soll. Nicht auf der PC Gaming. Wieso wäre das nicht für die. Wieso, für was wäre denn das? Da kommt auch noch die extra Skate-Konferenz. Ich glaube auch, wenn, dann ist das auf der Extra Skate-Konferenz. Aber ich meine, aber jetzt. Extra Skate. Schön 2 Stunden nur für die Skate-Fans, Alter, geil. Johnny auch kommt raus, macht ein paar Kickflips. Ich meine, wo würde es dann hingehören? Microsoft oder EA und EA hat nichts, also wenn dann Microsoft. Ja. Ich glaube einfach nicht, dass es passiert, so leid mir das tut. Da hast du leider die falschen Infos, Jens. Es geht los. Einfach nicht richtig informieren. Die Kugellager sind geölt, sagst du? Ja. Es geht los. Grip Tape wurde gerade frisch aufgebracht. Nice. Danach ist Ubisoft dran. Ja, dieses Jahr auch irgendwie schon eher eine relativ bekannte Größe. Man weiß, glaube ich, alle Titel außer dem einen und zwei Unbekannten, oder? War das ein ja, oder zwei? Genau. Irgendwie sowas sagte doch einer bei Twitter von offiziell von Ubisoft. Und wegen hier eigentlich alles gesagt, was drin vorkommt, so und dann halt noch dazu. Und das Ding ist, es kommen ja, ich sag mal, wenn man jetzt so ein bisschen, finde ich, drüber nachdenkt, drei Sachen ja wirklich in Frage. Einmal dieses Roller Champions, das, worüber wir letztens geredet haben, was so ein bisschen geleakt wurde, das wird wahrscheinlich eins davon sein. Ja. Und dann sind es ja eigentlich nur Watch Dogs 3 und Splinter Cell. So, die finde ich so von Sachen, von denen man schon was gehört hat, die Sinn machen würden vom Timing her. Ja. Also jetzt bin ich hier gerade noch mal ein bisschen auf News-Line unterwegs und dann sicher auch noch so ein paar andere Sachen. Zwar Beyond Good and Evil 2, keine Präsentation bei der E3. Ja, sind nicht dabei. Beyond Good and Evil. Okay, gut. Das hast du wahrscheinlich gerade gesagt, aber ich war so abgelenkt von der News. Ich hoffe auf jeden Fall auf ein geiles Splinter Cell mal wieder. Da ich glaube, ich freue mich mehr auf Watch Dogs tatsächlich. Ja, ich weiß nicht. Splinter Cell ist so Kindheitserinnerung, lange nicht mehr gespielt. Da hätte ich mal wieder richtig Bock drauf. Ich glaube, Splinter Cell war das erste Mal, dass ich realisiert habe, dass ein PC nicht ein PC ist und dass es unterschiedlich gute Computer gibt und meiner leider nicht gut genug für Splinter Cell ist. diese Erfahrung finde ich so geil, wenn du das erste Mal machst, wie das wehtut. Ja. Wenn du das erste Mal so ein Spiel holst und denkst, komm, das packt er auf jeden Fall noch, weil ich habe ja einen PC, das muss einfach und du schmeißt es und es geht nicht. Und dir wird klar, was da alles hintersteckt, was du dir alles kaufen müsstest, was du alles machen müsstest. Mit wem du und deiner Familie alles sprechen müsstest, damit du das alles über die Bühne bekommst. Wann ist wieder Weihnachten? Du guckst sofort auf den Kalender und stellst fest, fucking 10. Januar und du hast einfach letztes Jahr ein Gameboy gekriegt. Und ist halt auch okay, aber du brauchst halt doch irgendwie einen PC. Das läuft halt leider auch nicht auf dem Gameboy. Nee, auf jeden Fall nicht. Beim besten Willen nicht. Nee. Ich freue mich auf jeden Fall noch auf Just Dance bei Ubisoft, ne? Ein bisschen tanzen. Ja, das wird nice. Just Dance wird heftig. Ist auf jeden Fall immer ein bisschen Unterhaltung. Ich durfte die Wette nicht nehmen, ne? Mit der Wii-Version dieses, glaube ich. Ich weiß es gerade gar nicht diskutiert. Mehr. Konnten wir dir die ausreden? Ich glaube ja. Wir haben eine Menge diskutiert diesmal. Ich weiß auch überhaupt kaum noch, was für Wetten ich habe. Ja, alles wieder vergessen. Keine Ahnung mehr. Ich habe das Gefühl, das hat sich alles in der Diskussion verloren. Ja. Irgendwo in der Mitte ist die Wahrheit. Ja. Das ist richtig. Ja, sonst zu Ubisoft noch was, jemand noch was zu sagen?
Hat er sich nicht letztes Jahr noch einer abgepackt mit einem Roller? Ja, aber das, ja, hat er. Das für Trials Rising. Das war ja Absicht. Falls wir es irgendwas sehen, ja, genau. Ja. Schön cringy. Ist nice. Es war okay. War jetzt nicht. Also, nein, das war gewollt. Okay, ja, das ist bei Ubisoft schon, das ist bei Bethesda schon echt deutlich Schlimmeres passiert. Ja, bei Bethesda, das ist ja jedes Mal. Also, es geht, finde ich, auch nichts immer noch über diese Szene, wie einfach, wie jetzt der Andrew WK da diesen Song zu Rage raushaut und er ist da richtig hart am Abmoschen, ey, und dann gefährt die Kamera durch in die Menge und alle gucken wirklich nur so, was passiert hier gerade? So einer wird so ein bisschen vielleicht mit, aber das ja, war's genau. Auch. Aber ich hab's mir wegen Rage 2 auch noch ein paar Mal angeguckt, ne, weil ich weiß, ich hatte dieses Lied immer wieder im Kopf, war so ein Durchschneider von diesem Spiel. So, weil ich das so gehofft hätte, dass das Spiel so ist wie das Lied. Und irgendwie, wenn du so guckst, wenn du echt genau nachguckst, du findest echt immer wieder Leute, die wirklich so gucken, so richtig so. Ja, was passiert hier gerade? Wo bin ich hier gerade? Warum brüllt er uns jetzt gerade für 3 Minuten an? Was soll das? Was macht der Typ da auf der Bühne? Oh, so geil, ey. Oh, ich liebe Gaming. Ja, dann ist, glaube ich, danach Square Enix dran. Hatten die nicht auch gerade erst irgendwie was gesagt, dass sie irgendwie dabei haben? Ach ja, das Avengers-Spiel wird doch auf. Ja, das ist das Ding. Ich frage mich, ob ich weiß gar nicht, ob das schon bekannt ist. Müssen wir mal nachgucken. Machen die dieses Jahr wieder so eine Videopräsentation oder machen sie eine tatsächliche richtige Konferenz? Keine Ahnung. Das weiß ich jetzt gerade. Das weiß ich nämlich auch gerade nicht. Aber ich meine, es gibt ja nur mal zwei große Sachen sind ja bekannt, die kommen. Es ist einmal Final Fantasy VII Remake und das Avengers-Spiel. Und damit könnten sie, finde ich, fast abgesehen von sagen wir, Microsoft und Nintendo auch schon eigentlich die größten Knaller haben. Ja, auf jeden Fall. So. Weil Final Fantasy VII ist ja schon, seitdem das erste Mal gezeigt wurde, irgendwie vor Jahren auf der ja. E3. Ist das ja und jetzt gerade wurde es ja wieder gezeigt auf der hier State of Play, also. Ja. Es ist auf jeden Fall, also ich sag mal so, es ist irgendwie immer, also wie ich das aktuell so sehe, ist so rein von der Sensation her Microsoft ganz oben, weil die haben einfach die meisten Themen, die meisten Spielekracher, die kommen könnten, keine Ahnung. Und dann, finde ich, streiten sich mehrere Leute einfach irgendwie, also es ist praktisch das Rennen, wie in der Bundesliga auch wieder, es ist das Rennen um Platz 2. So. Ich finde Nintendo schon, also meiner Meinung nach, da kommen wir jetzt ja als nächstes zu, ich weiß nicht, ob Miller noch was zu Square sagen möchte. Nö, also es wird interessant, aber es sind jetzt auch nicht die Square ist auch einfach Sachen, von uns beiden auch nicht so die Firma, die Publisher, der jetzt so für uns die Spiele hat, so sage ich behaupte ich jetzt mal. So, also als letztes kommt dann Nintendo und ich finde, Nintendo ist für mich ein relativ klarer zweiter Platz. Ja, weil die Animal Crossing bringen, oder weil was? Animal Crossing, Pokémon, vielleicht Metroid Prime, also das nächste Metroid-Spiel oder zumindest eine Metroid Prime Collection. Wer weiß, ob vielleicht irgendwas zu einer hier Mario Galaxy 1 und 2 Collection kommen könnte. Es gibt ja, gut. So viele. Also die Aussage, das würde ich abwarten. Also ich finde, da kann Ubisoft und da kann hier die PC Gaming schon genauso auf Platz 2 nachher kommen wie. PC Gaming würde ich fast ausschließen, einfach weil das war noch nie so. Und das ist auch nicht das, was diese Show sein will. Nee, auf jeden, aber ich meine, das ist ja auch immer so typbedingt, ne, worauf er gerade so Bock hat. So. Ja, gut, aber ich rede jetzt wirklich davon, hey, wir reden am Ende darüber, wer hat die größten Knaller gebracht, wird PC Gaming Show nicht mit im Gespräch sein. Nein, okay, gut, da hast du schon recht. Aber es ist. Weiß ich auch nicht, ob ich jetzt in Nintendo nicht so ganz klar, aber gut, wird man, das weiß ja, das ist ja alles ewige Spekulation, so, das wird man ja, alles klar. Sehen, wenn es dann soweit ist, so, ne? Aber so, das ist ja so aus meiner Perspektive auf jeden Fall, finde ich, ist Nintendo da relativ klar, weil gerade bei den anderen so viel bekannt ist und so viel von den Sachen, die bekannt sind, mich jetzt nicht vom Stuhl hauen irgendwie so. Ja. Ich habe also jetzt nochmal abschließend, ich weiß nicht, ihr wollt noch was zu Nintendo sagen? Nee, nicht unbedingt. Also ich habe einfach nur grundsätzlich mal wieder Bock auf die E3, weil ich finde, das ist immer ein nices Event. Das ist immer, ja, eingangs schon erwähnt, so, ich finde, das ist immer so, da wird so Gaming zelebriert irgendwie auf eine Art und Weise. Und da kommen immer die heftigsten News irgendwie eigentlich und es ist, man sieht das erste Mal, ich meine, deswegen ist Nintendo auch nochmal interessant, man sieht das erste Mal, was Bowser macht. Der neue Chef. Ich glaube, ja, im Bowser-Kostüm. Ich glaube, weiß nicht, ob er überhaupt zu sehen sein wird. Ja. Aber gut, ich meine, er muss ja echt eigentlich in Reggies Fußstapfen treten, so, ne? Das heißt, er muss ja, er ist doch der Marketing-Typ für Amerika von Nintendo. Er ist der Präsident von Nintendo Amerika. Ja, genau. Das heißt, er entscheidet ja nicht das, was praktisch bei Nintendo passiert, sondern er gibt ja eigentlich nur die Sachen weiter, die von Nintendo von oben dann runterkommen, wenn ich das richtig verstehe. Ja, aber das ist bei Nintendo ja immer schon relativ so, dass, sag mal, die
richtige Führungsetage, also so das, was Iwata vorher war, und ich weiß gerade nämlich nicht, wie der aktuelle heißt, dass die immer, sag mal, zu allen sprechen und dann spezifisch Reggie ja immer noch diese so zum sag mal, englischsprachigen Publikum oder zumindest, also Amerika und auch zum großen Teil Europa quasi gesprochen hat. Ja, genau. Das meine ich halt so. Ne? Aber ich glaube, das ist eine Typsache, weil er auch so jemand war, der das gut verkörpert hat. Deswegen bin ich halt auch gespannt, was er macht. So. Also, das meine ich halt auch so, weißt du, diese ganzen Figuren, die so plötzlich in der, die Videospielwelt halt auch irgendwie mitbestimmen und dann mitreden und keine Ahnung. Die sind ja auch alle versammelt bei den drei. Das ist ja wie Hollywood einfach generell, einfach bei den Oscars irgendwie alle wichtigen Leute dabei sind. Und das ist einfach immer aufregend, was die so zu sagen haben und wie die so die Zukunft sehen und was ist da so. Ja, weiß ich, was es da einfach zu bereden gibt, einfach im Allgemeinen. Da freue ich mich einfach drauf. Kleine letzte Frage. Wie viele Battle Royale-Spiele werden wir dieses Jahr sehen? Letztes Jahr haben wir so viel mehr gedacht, als nachher gekommen sind. Ja, yep, und ich glaube, es werden vielleicht dieses Jahr null sein. Ich habe das Gefühl einfach. Also, so, außer es gibt noch so diese letzten Studios, die. PC Gaming könnte ich mir vorstellen, kommt vielleicht noch was. Zwei Stück. Ein billiger Klon und ein Mobile Battle Royale. Ja. Also so Battle Royale, das Thema ist durch. Games as a Service ist, und das ist ein Thema, was auch die nächsten 5 bis 10 Jahre noch bleiben wird, glaube ich. Das ist das Thema, was jetzt irgendwie, wenn überhaupt schon irgendwas wirklich bestimmt und definiert. Ich glaube nicht, dass es irgendwas, ich glaube, es wird vielleicht ein bisschen Streaming sein. Ja. Wird, wenn es quasi eine Sache gibt, die häufiger vorkommt, ist es, glaube ich, Streaming, weil alle so ein bisschen daran arbeiten. Dann so haben wir, das habe ich eben bei Ubisoft vergessen, ich glaube, diese Abo-Dienste werden auch eine große Rolle spielen, weil Ubisoft hat ja gerüchteweise auch das. Aber ich glaube nicht, dass irgendein Genre oder so, wie du jetzt meinst, Games as a Service, glaube ich, auch nicht unbedingt. Ich glaube, die Publisher wollen sich da so ein bisschen von distanzieren, von diesem Begriff, weil Games as a Service ist mittlerweile so beschmutzt als Begriff einfach dadurch, dass so viel auch schiefgegangen ist mit so Sachen wie Anthem. Und selbst so Sachen wie Battlefield oder Fallout, so. Es gibt so viele Sachen, die echt da einfach total gegen die Wand gefahren wurden, dass man, glaube ich, den Begriff willst. Der Marketingabteilung fällt schon irgendwas Neues ein, wie sie das nennen können. Aber. Ja, richtig. Also, das würde ich auch nicht behaupten. Das ist, also, ich glaube auch diese Zeit, weil ich hoffe, dass einfach Entwickler das irgendwann mal raffen, dass du nicht einfach nur irgendein Thema nehmen kannst, wie halt Battle Royale oder wie Games as a Service und dann die einfach, oder Open World, weißt du, das ist ja auch so ein Phänomen, und dann einfach sagst, okay, weißt du was, jetzt sind alle Spiele, die jetzt rauskommen, sind jetzt so, weißt du, so. Und ich hoffe, davon gehen die Entwickler und Publisher sowieso generell weg. Und ich find's halt nice, dass es dieses Jahr gefühlt, wie du schon sagtest, halt um solche Themen wie Streaming, wie Abo-Modelle, wie sowas halt gehen wird praktisch, und zwar halt einfach, wie die Zukunft von Gaming einfach aussehen wird. Ohne dass es da immer nur darum geht, den Kunden irgendwie das Geld aus der Tasche zu ziehen, sondern einfach mal ganz ehrliche Diskussionen darüber geführt werden, aufgrund dessen, was da gesagt wird, wie Gaming einfach in Zukunft aussieht. Das finde ich gut. Ja, da, mal sehen. Ich bin gespannt. Ich glaube, die wollen uns immer noch was verkaufen. Ja, immer, aber weißt du so, man muss, wenn du einen glücklichen Kunden haben willst, musst du ihn auch fragen, was er eigentlich haben will. So, und dann hoffe ich, dass die Leute hören. Ah, irgendwie macht mich das eher nervös alles, muss ich sagen. Ansonsten geht Lars. Ich meine, bei mir hilft es ja auch manchmal, ansonsten muss Lars da hin und denen einfach ein paar Watschen geben. Habe ich da durch die Tür geflogen, der Kool-Aid-Man. Durch Styropor einfach mal bei Sony da in die. Bei Microsoft da in die Business-Dinger rein. Ja, ich glaube, dann haben wir es auch eigentlich für diese Woche, oder? Ja. Dann würde ich sagen, falls ihr Fragen, Anregungen, Kritik an uns habt, schreibt uns eine E-Mail an podcast@bitesize.de. Ja. Und dann bis nächste Woche. Tschüss.